Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Ich werde zusammen mit Mirkan auf der richtig, richtig krassen Rampe die lustigsten Fahrzeuge testen. Wir werden heute auf den Rampen spielen, die bis zum Mond gehen. Wir werden auf den Rampen spielen, wo man quasi Lücken zwischen den Feldern hat, um einfach zu gucken, wie weit man kommt. Und noch viele, viele weitere coole Sachen heute, denn das ist auch mein erster Livestream, Freunde, nach gefühlt, glaube ich, 3 Jahren jetzt. Also ich habe 3 Jahre nicht gelivestreamt und ich überlege jetzt wieder regelmäßig zu livestreamen. Also ich hoffe, ihr seht auf jeden Fall jetzt gerade hier den Livestream, der ist jetzt auf jeden Fall gerade online gegangen. Also wenn ihr auf jeden Fall mehr Livestream von mir sehen wollt, regelmäßig von GTA, dann drückt ihr auf jeden Fall mal schön auf den Like-Button, Freunde. Natürlich auch noch auf den Abo-Button und auch auf die Glocke drücken. Und ich würde mal sagen, passt auf. Mirkan, wo bist du? Bro, ich bin hier gerade mit so einem Auto. Das ist krank. Ja, wo bist du denn? Also ich bin jetzt hier auf jeden Fall gerade bereit und habe jetzt gerade meinen Stream angemacht und ich muss sagen, hier sind direkt mega, mega viele am Start, ne? Das ist schön. Das ist echt richtig cool. Wo bist du jetzt hier gerade? Ich suche dich jetzt gerade. Guck mal, ich bin hier hinten, ich komme jetzt zurück. Ich wäsche auch die Autos an den Rand. Ja, ach so, du hast schon die du gefahren hast. Bro, es ist, eins ist oben bei 34. Bei 34? Also bei das 34. Ding ist, wir haben, glaube ich, wie viel Level bei der Rampe? 40 Level? 40 Level, ja. Ja, und ich würde sagen, wir machen das heute so, dass wir quasi die Rampen ausprobieren von der Entfernung quasi, beziehungsweise bis 40 kommen. Und wenn wir das natürlich schaffen, dann werden wir diese ganzen Rampen natürlich auch noch wechseln. Aha. So, ich muss einmal ganz kurz hier die Rampen kurz welche entfernen. Sieht das bei dir noch alles in Ordnung aus? Ja, ne? Bei mir ist es bunt. Also. Ja, bei mir ist es auch gerade bunt. Ich mache es auf jeden Fall hier gerade ordentlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich mute mich mal ganz kurz und sage auf jeden Fall ein paar Leuten Hallo. Mach das. So, Leute, was geht ab? Ey, ich sehe gerade hier den Chat. Das ist ja übertrieben cool. Das ist halt einfach richtig, richtig nice, Freunde. Wir sind hier einfach am Livestream. Das ist mein erster Livestream einfach wieder nach 3 Jahren. Ich habe es einfach bestimmt schon voll verlernt, Leute. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr quasi auch schon damals die alten Livestreams gesehen habt, Leute. Weil die alten Livestreams waren ja die, die immer so am geilsten waren. So, ich muss einmal ganz kurz hier das regeln, Freunde. Dann haben wir es auf jeden Fall hier geschafft. Das heißt, ich muss einmal ganz kurz hier so ein paar Dinger löschen. Die sind leider doppelt gespawnt. Ist aber halb so wild, Freunde. Das kriegen wir hier auf jeden Fall alles hin. So, und dann noch einmal ganz kurz hier das ordentlich machen. Und noch einmal ganz kurz das ordentlich machen. Okay, okay, so, warte, welcher war das jetzt? Der sollte, glaube ich, hier gerade, der sollte reichen. Okay, Freunde, alter Schwede, so. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedene Level. Hier ist Level 1, Level 2 und es geht ganz bis nach oben, Leute. Ganz da hinten kann man nämlich richtig, richtig krasse so Preise gewinnen. Und zwar hier so ein paar Diamanten, ganz, ganz viel Geld, so Pokal und natürlich auch richtig viele coole PMX-Räder, Leute. So, also, wer ist jetzt hier alles am Start? Wer hat auf jeden Fall Bock auf mehrere Livestreams? Sie können mir alles in die Kommentare schreiben. Ich werde mal ein paar grüßen jetzt hier. Jamie Günther, Lea Uben, Jennifer Siebert, Michael Seggers, Anna Maas, Hayarivo, Mr. Maurice. Ey, ich hoffe, euch geht es auf jeden Fall allen gut. So, warum ist jetzt hier immer die Textur wieder anders? Die wird jetzt auch gerade ordentlich gemacht. Keine Ahnung wieso, Leute. Aber ist auf jeden Fall nicht so schlimm. So, warte. Hast du Bock, das erste Random-Fahrzeug? Mann, das erste Random-Fahrzeug. Und ich habe auch eben gerade schon gesagt, die Leute sollen mal in den Chat reinschreiben. Ja, was denn? Wie, oder die sollen mal schätzen, wer von uns beiden mit welchem Auto weiterkommt. Oh, okay, das ist natürlich nicht schlecht. So. Okay, sag anfangen. Gleisbauer Christoph, Dankeschön schon mal für die Spende. Ich werde auf jeden Fall gleich alle vorlesen. Du kannst auf jeden Fall anfangen. Spawn mal dein erstes Random-Vehicle rein. Ich bekomme was Krasses, sage ich. Okay, ich glaube, das kannst du nicht benutzen, den TIE Fighter. Ich finde den, fand ich den gut. Ich habe den mal weggemacht, ne? Also ich glaube, das ist kein gutes Fahrzeug, was du nutzen kannst. Gut, ich mache noch mal neu. Ja. Übrigens, Leute, auch bei Mirkan im Livestream hat man einen Discord-Link und wir haben einen Discord neu erstellt für quasi euch als Zuschauer, denn ihr könnt nämlich auch bald mit uns zocken, da werden wir coole Videos machen, coole Streams machen. Also da wollt ihr auf jeden Fall raufjoinen, ihr werdet nämlich auf jeden Fall sehen, dass das richtig cool sein wird. Man hört NDK doppelt oder hallig, okay, dann werde ich mal ganz kurz das fixen, Sekunde. Das kriegen wir natürlich gefixt, Freunde, kein Problem. Man hört Mirkan doppelt oder hallig, darum kümmere ich mich ganz kurz. Dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal das hier aus, so. Deine Mitgliedschaft. Sag mal jetzt was. Check, check, links, rechts, Nase, hallo. So, warte, ich gucke mal ganz kurz. Zack, nochmal. Check, check, Nase, okay, links, rechts, hallo. Okay, jetzt sollte man nicht auf jeden Fall noch einmal hören, glaube ich.
Okay. Dann spawnen wir dein erstes Random Vehicle rein, ja? Oh, was ist das denn? Oh, Bro, aber es ist ein GTA-Auto, ne? Ist es kein GTA? Ist es nee, echt? Es ist ein Honda Civic. Nee, ich dachte gerade schon, es ist ein GTA-Auto. Also ist ein R für Race, ne? Ist ein kleiner Rennwagen. Und ich habe Random Fahrzeug, mein erstes heute in dem Livestream, habe ich, komm schon, Random Fahrzeug. So, und die Leute sollen jetzt mal reinschreiben, wer weiß. Bro, das ist nicht im Ernst, oder? Alter, ich hab hier so ein, was ist das? Bohrer, ne? Warte wenn mal. Wenn ich einen Tipp abgeben dürfte, ich würde sagen, ich komme weiter, aber Hä? Okay, warte mal, jetzt habe ich hier einfach gerade den Bohrer am Start. Ich werde doch nicht mal ein Level hochkommen mit dem Teil. Es wäre krass, wenn ja. Ja. Es wäre krank, wenn ja. Okay. Bist du ready? Blackjack, vielen, vielen Dank für Mitglied. Ich bin auf jeden Fall ready, Bro. Abfahrt. Dann geht's los in 3. Ich gebe Gas. Ich gebe schon Vollgas, Bro. Ach so, das ist Vollgas. Ich bin okay, auch voll hier irgendwie komische hier. Sicht. Ey, aber warte. Siehst du? Bro, ich sagte doch ganz ehrlich, guck mal, ich kann ja auch. Nee, mein Ding kann nicht mal First Person fahren, ne? Was? Echt? Aber guck mal! Ich bin schon Level 5. Bro. Was haben die Leute reingeschrieben bei dir, wo du hinkommst? Gar nicht so viel. Die sagen erstmal alle noch Hallo, weil die noch so davon geflasht sind, dass ich nach 3 einmal wieder auf den Livestream-Button gedrückt habe. Ja, das ist. Vertippt hast du nicht. Ja, ich glaube auch. Okay, ich komme nicht höher, leider, glaube ich. Ich schon. Aber ich habe Vorderantrieb. Wer ist nochmal Heckantrieb? Hast du Heck oder Vorderantrieb? Also Frontantrieb meinst du? Frontantrieb, ja. Ja, okay. Also ich komme auf jeden Fall mit meinem Ding leider nicht mal höher. Aber ich komme hier. Aber pass auf, ich glaube, ich lasse mal Dinge nicht oben drauf stehen. Jetzt packe ich es mal lieber hier nach unten. Das können wir später abchecken. Weil wir werden ja alle Fahrzeuge quasi auf der Rampe lassen, ne? Genau. Okay, sehr gut. So, ich bin hier wieder am Start. Du bist mein Gott. Ah, du kommst noch weiter. Du kommst noch weiter. Ey, ich berühre. Solange ich jetzt nicht runter. Ich berühre nicht mehr. Das zählt. Ja, ich weiß nicht, ob das zählt. Vielleicht, dann zählt Bro. Das jetzt aber. Ich weiß nicht. Also, du kannst noch ein bisschen kämpfen. Nicht. Ich bin nochmal ganz gleich wieder da. Ja. So, Leute. Auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen Rückwärtstrick schreiben, weil ich muss rückwärts fahren. Okay, dann werde ich auf jeden Fall gleich mal rückwärts fahren, Freunde. Kann man das Schild hochklappen? Was für ein Schild hochklappen? Okay, also Leute, hört ihr mich auf jeden Fall gut? Hört ihr Mirkan gut? Geht das auf jeden Fall alles klar? Ich bin auf jeden Fall echt richtig, Leute, Alter, einfach mal wieder ein Livestream angemacht, ne? Ich habe darauf übertrieben Bock gehabt. Ich habe nämlich, kurze Info, ich habe mir einen eigenen 5M-Server gemacht. Das hat jetzt ungefähr so anderthalb Monate gedauert. Und den habe ich halt fertig gemacht. Da sind so viele Sachen drin, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es kommen bald richtig krasse Videos, richtig krasse Livestreams, coole Community-Events. Also wie gesagt, Discord ist auf jeden Fall hier, glaube ich, angepinnt, ne? Einfach beitreten ist kostenlos, also kostet auf jeden Fall keinen Cent. Könnt ihr auch, glaube ich, ein paar Leuten quatschen. Könnt ihr vielleicht ein paar neue Freunde finden. Mit ein paar neuen Leuten coolen Zocken. So, ich würde sagen, ich müte mich mal wieder. Auch länger. Zack, Bro. So, ja, jetzt so. Mach ich mal ganz kurz mein Glück. Und zwar, ich fange an mit dem Random Vehicle. Und ich sag, du bekommst. Und ich kriege jetzt. Oh, okay. Oha. Bro, ein X7. Aber ist. Nee, ist auch ein GTA-Fahrzeug, oder? Nein, Bro, es ist ein BMW X7. Boah, Tatsache. Ey, was? Das sieht richtig gut aus. Der ist richtig, richtig heftig, ne? Okay. So, warte. Dann spawn mal du jetzt ein Random Vehicle rein. 3, 2, 1. Und ich bekomme gerade. Was kriegst noch du nicht für. Yo! Ja, aber zu niedrig, glaube ich. Aber, Bro, das ist so ein. Alter, du hast ein Rocket Bunny Buddy Kit, Alter. Was? Ich glaube, dein Auto. Ja, dein Auto kann auch driften. Probier ein bisschen rumzudriften. Das geht, glaube ich, mit dem. Oh, Tatsache. Ja, Mann. Oh, oh, oh! Alter, okay, pass auf. Okay, ich würde sagen, ich bin jetzt hier gerade bei Level 1, richtig? Ja. Ich auch. Das ist ja noch ganz leicht, Kollege. Das ist doch. Das ist ein Geländewagen. Bro, das ist ein richtig dicker SUV. Ne? Der X6 ist ja schon richtig heftig von BMW. Irgendwie, ich glaube, mein Auto buggt. Wieso? Ich komme easy hoch. Bug dein Auto. Und schreiben alle rein, dass du gewinnst. Genau, könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben oder in den Live-Chat, wie viele Levels wir jetzt hier mit diesem BMW schaffen, weil ich bin sehr, sehr zuversichtlich. So, Rückwärtstrick. Ja, der funktioniert. Danke, Leute. Nee. So. Ey! Achtung, Bro. du bist fast runtergefallen. Ich drifte hier. So, warte. Jetzt habe ich aber, glaube ich, gerade ein Problem, Bro. Weil ich komme jetzt hier nicht. Ich komme jetzt nicht mehr rüber, oder was? Nein. Digga, ich habe ein SUV. Hä? Guck
Guck mal, ich bin richtig Dingens. Jetzt. Nein! Ja. Hey, was ist das denn? Warte mal, ich geb den ganzen Mal aus dem Weg jetzt hier. Bro. warte, ich geb dir nochmal. Nein, ich komm nicht höher. Ja, Bro, okay. Ich komm nicht höher als 5 leider. Ja, ich war auch bei dir. Was zählt denn jetzt? Ja, naja, also du warst schon hier, ne? Ich war schon oben. Ja, dann darfst du dein Auto auf jeden Fall hier auf Stufe 5 raufstellen. Das erlaube ich dir auf jeden Fall. Das kriegen wir. Das ist aber gnädig. Aber guck mal, es haben viele 5 geschrieben und ich bin bis 6 gekommen. Tja, könnt ihr mal sehen. Nein, wir waren. Hä? Ich bin bis 6 gekommen, oder nicht? Nee, wir sind Plattform 5 drauf. Oh, stimmt. 6. Stimmt, ich habe nichts gesagt. Naja. Ich nehme alles zurück. Also bei mir sieht das noch ganz, ganz wild aus. Irgendwie Amerika-Sachen. Ja, bei mir auch Amerika-Sachen. Ich krieg das auch irgendwie nicht weg. Aber wir haben auf jeden Fall, das ist ja nicht die einzige Rampe, die wir heute haben werden. Wir werden nämlich erstmal probieren, diese Rampe nämlich bis ganz oben hier zu erklimmen. Und dann haben wir noch Rampen, die wir noch gar nicht auf YouTube gezeigt haben, Leute. Also das wird richtig, richtig cool werden. So, dann spawn mal den Random Vehicle rein, Bro. Spawn ich mein Random. Das ist ein Witz. Aber warte. Krank, ja, ich wollte gerade sagen. Oder? Es könnte. Boots, Junge! Also gut, dass ich Godmode an hab, Bruder. So, okay, pass auf. Wir gehen jetzt rein. Random Vehicle und ich habe. Oh, nein. Boah, das ist gefühlt der tiefste Lowrider. Nee, ich abschieße, dann ist mein Auto kaputt. Sag mal, wer ist der Coolste? Hallo, guck mal, wie ich meinen Arm raushängen lasse. Ich bin der Coolste hier gerade. Okay, komm. Okay, dann fahren wir los. Abfahrt. Let's go. Ich werd's locker. Pass auf, das Ding ist, es ist ja so ein Lowrider. Du kannst die Hydraulik hochfahren, ne? Nee, bei dem irgendwie nicht. Oder geht das irgendwie auf? Ach so. Na klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei mir gar nichts. Guck mal. Ich kann hochspringen. Ich werd. Ey, okay. Jetzt schreibt rein in den Chat, Leute. Was glaubt ihr, wie hoch ich mit dem Lowrider komme? Bro. Digga. Gar nichts für mich. Gar nichts. Gar nichts für mich. Nein. Nein, warte. Schieb ich mal mit dem Ding ein bisschen weiter nach unten. Warte, das kann ich echt versuchen. Warte, ich kann so machen. Ich kann das so, Ding ist, wenn ich dich überfahre, explodierst du. Nein, du kannst dich ein bisschen antippen, glaube ich, weil ich so hoch bin gerade. Ja, wir probieren es. Ja, korrekt. Guck mal, hier Teamwork. Okay, sehr gut, Bro. Obwohl wir gerade gegeneinander spielen, aber. Ja, das rechne ich dir natürlich auch hoch an. Aber irgendwie, ich sag, der Lowrider ist halt cool. Aber warte, der ist so bouncy. Kannst du nicht machen, dass deine Schnauze weiter nach oben geht? Ja, ich glaube, ich kann noch hier. Oh, warte. Ich kann noch springen. Und ich muss, glaube ich, hier. So. Anders? Warte. Ja, so. So, jetzt ist sie ein bisschen höher, ne? Aber auch nicht viel. Doch, du kommst hoch. Ja, da aber der hat einfach kein PS. Das geht nicht. Okay. Guti, ich bin ja mal weiterfahren. Was? Ey, das ist unfair mit dem Panzer. Sehen wir uns. Yo! Ah, ja, okay, ich hab's raus. Du hast verloren, Bro. Du hast verloren. Du schummelst. Nein. Lass es schummeln. Ich sag dir, das ist unnormal krass. So, vorsichtig. So. Ganz vorsichtig. Aber ein Panzer hat Allantrieb, glaube ich, heißt das, oder? Hat der überhaupt so einen Antrieb? Ist das nicht so ein Kettenantrieb oder so? Nennt man das nicht anders irgendwie? Okay, oh. Und, warte, ich bin jetzt fast Level 10. Warum kommst du eigentlich so hoch, Digga? Bro, ich weiß es auch nicht, aber Kletterfahrzeug. Ja, du hast ein richtiges Kletterfahrzeug. Ja, okay. Okay, warte. Ich hole jetzt ganz kurz Anschwung, ne? Weil mein Lowrider, ich sitze ja auch einfach wie so ein Boss in dem Wagen drin, ne? Okay, pass auf. Das stimmt. Und zack, jawohl. Und pass auf, guck genau hin. Zack. Ach. Was? Warte, kommst du noch weiter eigentlich? Nee. Okay, dann werde ich dich jetzt absolut destroyen. Oh, was? Mein Gott. Nein. Hä? Komm. Okay, warte. Ich komme jetzt hier gerade in der letzte Anschwung hier. Ich muss im richtigen Moment. Let's go. Das kann doch nicht sein jetzt gerade. Warte. Ich hab's jetzt gleich. Oh. Hallo. Oh, immer mit der Ruhe. Ja, okay, ich hab's. Krank. Bro, ich komme damit jeden Fall. Höher, sagst du? Ja, ich brauch das Ding ist, ich brauch bei dem Teil halt immer so ein paar Schwungmöglichkeiten und die sind nicht gerade optimal, muss ich sagen. Oh mein Gott. Verdammt. Oh mein Gott. Nee, ich komme nicht mehr höher. Also für mich war es das hier, glaube ich. Ja. So, aber wir sind gerade. Oh, warte, ich werde ganz kurz dingsen. Höher gehen. Oh. Nein. Und auch nochmal hier. Das ist gerade ein Joke. Wieso? Kommst du nicht höher? Joke. Nein. Das ist gerade deine Möglichkeit, mich einzuholen. Und hau ra. Oh, warte.
Also wenn meiner nicht gleich kaputt geht, dann kann ich die auf jeden Fall noch reinholen. Ja. Achtung. Oh, sag mal. Alles gut, Bro. Du weißt, dass ich mich nicht überfahre, ne? Digga, meiner sieht jetzt aus von hinten wie von der Schrottbude, Alter. Warte. Komm, machst du. Das Ding ist, ich sagte, Lowrider ist halt einfach kein geiles Fahrzeug, um das zu machen, ne? Ja, aber ich glaube, wenn man so die richtige Technik raus hat mit dem Lowrider. Ja, genau. So, und jetzt vorne. Aber er macht den Boost vorne nicht, ne? Ich park meinen Panzer schon mal links. Ja, ja, park den schon mal links. Und by the way, alle meine Leute haben geschrieben, ich schieße ihn ab. Ey, ihr seid 31er, was soll das? So, ich bin raus hier. So, Achtung, ich werde mal ganz kurz jetzt hier. So, Taktik und jetzt. Ey, was? Ich glaube, ich komme nicht höher. Krank, das ist das Problem. Krank. Ich glaube, ich muss dann das. Dann mache ich einfach hier. Du kommst nicht höher. Ja, mach dir den Loser-Tanz, Bro. Hier kommst nicht höher. Ey! Warum erfährst du mich? Achtung, auf? Kollege, ganz vorsichtig. Alter, Bro. Ich glaube, ich gib's auf. Ich komme jetzt nicht höher, ne? Wir sind Gleichstand. Mit dem Panzer kam ich auch nicht höher. Das ist krass. Nee, okay. Schade, Leute, wir kommen mit dem Wagen nicht höher. Ich lasse den mal hier stehen. Wir könnten ja auch machen, dass wir ein Trollfahrzeug, zum Beispiel ein kleines Fahrzeug machen. Ja. Und die Person, die weiterkommt, nimmt es nicht. Also die Person, die nicht so weit kommt, ist im Trollfahrzeug dann. Kann man natürlich auch machen, ja. Kann man auch machen. Aber dann suche schon mal das Trollfahrzeug aus. Ich bin gleich wieder da. Ja. So, Leute, auf jeden Fall erstmal hier ein paar wieder Chat vorlesen. Ja, das Ding ist, ich habe leider auch keine Moderatoren gerade eingestellt, weil find mal nach 3 Jahren Moderatoren. Ich werde auf jeden Fall Blackjack dir nochmal später Moderator geben. Oder kann ich das jetzt schon, glaube ich? Ich glaube, ich könnte dir jetzt schon Moderator geben. Ja, also nicht wundern, Leute, ich werde nicht einfach so irgendwelchen Leuten Moderator geben. Blackjack ist halt schon ein sehr, sehr langer Zuschauer. Schon damals, ich glaube, vor 5 Jahren, 6 Jahren bei den Streams dabei gewesen. Und auf jeden Fall Kuss an all die dabei sind. Freut mich einfach mega, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich würde sagen, hast du schon ein Fahrzeug gefunden, für das du dich entschieden hast? Ich guck gerade noch. Okay, alles entspannt. Ich guck gerade, ich hab eins. Ah, du hast jetzt ein Fahrzeug. Nee, ich hab eins, was jetzt gleich der Verlierer fährt. Okay. Zeig mal, wie sieht das aus? Ja, ich sehe es. Das ist doch ein gutes Fahrzeug. Okay. Hast du es gerade random gespawnt, oder was? Nee, das ist das, was ich jetzt gerade ausgesucht habe, für den Verlierer. Okay, ich weiß Bescheid. Und, perfekt, auf jeden Fall, perfekt. Das ist meins, war natürlich nur ein Spaß. Stimmt, Blackjack, der 2015, so. Also schon 7 Jahre ist Blackjack am Start. Ich bekomme jetzt das random. Oh, was? Aber warte mal, es ist total schlecht für diese Art von Rampen. Aber es wäre mega gut für diese Rampen, die wir gleich spielen, mit dieser Entfernung, ne? Ach, das ist doch falsch. Also, pass auf jetzt, Bruder. Ich baller jetzt hier das Beste. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, hup mal. Drück mal Hupe. Okay, passiert nichts. Ich kann einfach mit dem Ding fliegen. Ich habe Flügel jetzt bekommen, Bruder. Flügel. Ja, aber das ist doch Schummeln. Ist das schon? Also ich hätte irgendwann auch das Star Wars veröffentlicht. Ja, okay, weißt du was? Ich stelle das hier ab, kein Problem. Die Flügel teste ich gleich nochmal aus. Das sind meine neuen Neonflügel, ne? Mit Nanotechnologie. Die können auch im Dunkeln leuchten, nämlich. Jetzt braucht man ein random Fahrzeug jetzt hier. Ja. Das kann ich leider nicht benutzen, Leute. Würde ich gerne benutzen, aber können wir leider nicht. Kein Problem. Schade. Ah, yo. Also irgendwie. Ey, du bist heute mit dem BMW unterwegs, ne? Ja, heute ist jetzt einfach der X6 am Start, den habe ich eben noch erwähnt. So, bist du bereit? So, SUV-Battle, 1 gegen 1. Ich bin ready. Das Ding ist, ich habe so ein Problem mit dem langen Ding, ne? Ja, du wirst total das Problem haben. Also, okay. Das wird auf jeden Fall richtig gut ausgehen. Die Leute schreiben jetzt rein, was glaubt ihr, wer kommt weiter, ich oder Brox? Ja, genau. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Go! Und meiner ist auf jeden Fall schon mal schneller. Schneller, aber. Schneller, wendiger, gut aussehender. Meine Schnauze ist. Yo! Was? Ich fliege einfach mit. Okay, warte. Ich bin aber gerade. Ja, guck mal. Meiner hat nämlich hier richtig, richtig breite Reifen, mit denen ich. Oh nein! Meine Frontstoßstange, mit denen ich so eigentlich hochfahren kann. Aber irgendwie will er das gerade nicht machen. Im Rückwärtsgang komme ich hier. Das da geht kann nicht. Kann ich doch easy einen hoch? Warte. Ey, das kann nicht sein. So, ganz easy, noch ein hoch. Was ist das? Ich komme nicht hoch jetzt. Hä? Als ob SUVs in dieser Kategorie einfach schlecht sind.
Okay, ich habe nichts gesagt. Ich muss die Taktik machen mit Gegenfahren. Oder auch nicht. Oh mein Gott! Okay, warte, warte, warte. Ich komme jetzt hier. Aber, ey, ich sag's dir, das wird einfach nichts. Uoppa. So, warte. Ey, nein. Also, mein BMW kommt nicht höher als Stufe 5. Also, als Stufe bei 6. Mir ist die Meta, sag dir so, wie es ist, Leon, schräg. Und dann mit hinten gegenfahren. Pass auf, du kannst ja zugucken jetzt, ne? Ich habe hier mein BMW, ich fahre hier schräg hoch. Pass auf und... Lass mein Auto hier und ich guck dir zu. Ja, ich komme nicht hoch, ich komme nicht hoch. Aber bist du schon am Maximum? Ich würde eigentlich ja sagen. Also, du glaubst, du kommst hier nicht mal höher jetzt gerade? Ich kann es doch probieren. Ach, da bist du. Aber ich glaube nicht. ja, dann probier's doch mal aus. Mach's aber so... Okay. Ich kann mich auch hier entspannt hinsetzen, wenn ich will, ne? Setz dich hin, genau, ich wollte gerade sagen, setz dich hin. Ich setze jetzt hier, ich warte auf dich ganz kurz. Ich gehe jetzt noch auf Nummer 11. Genau, zeig mal, was du drauf hast. Ich würde auch sagen, wenn wir jetzt auf Nummer 10 schaffen, sollen die Leute alle mal ein Like da lassen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. So. Ja. Oh mein Gott. Aber, Bro, es wird nix. Sagst du? Nee, es wird. Ich glaube nicht, dass du es schaffst. Ich sag, ich schaff's. Aber ich meine, das Ding ist, die Rampe ist fast so hoch wie dein Hammer, wie ne? Wie mein Wagen insgesamt, ne? Du kannst noch ein paar Versuche probieren, ich bin gleich wieder da. So, Leute, ich muss mich ab und zu natürlich immer ein bisschen muten, wenn man halt Dual-Stream macht mit jemand anderem, ist es immer ein bisschen schwer, auf den Chat einzugehen. Ich will natürlich aber auch gerne auf eure Nachrichten eingehen, was ihr so schreibt, weil ich habe einfach Bock, mehr mit der Community zu machen. Das hat mir jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Mölkan probiert auf jeden Fall noch die ganze Zeit weiterzukommen. Also, wie gesagt, Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, denkt dran, geht auf den Discord, weil das wollte ich nicht verpassen. Da werden wir auf jeden Fall coole Sachen machen. Allgemein, wenn ihr mit mir mal quatschen wollt oder so, vielleicht werde ich ab und zu mal random in irgendwelche Talks reingehen und mal mit euch quatschen, um euch näher kennenzulernen. Oh, ey! Sag mal! Ich habe auch immer die 9 weggefahren. Ja, du warst doch einfach nur gerade sauer, dass du jetzt nicht auf 10 gekommen bist. Guck mal, die 9. Die 9 liegt hier auf dem Boden. Okay, kann man auf jeden Fall machen. Okay. So, dann pass auf. Ich bin weitergekommen. Du bist weitergekommen. Ich muss jetzt. Ach nein, Alter. Nein. Schätz mal selber, was glaubst du, wie weit kommst du? Okay, pass auf, wir können es auch in den Chat reinschreiben, Leute. Ich sage, ich komme bis 3. 3 ist mein Maximum. Bis 3? Wirklich? Ja, aber guck dir das an. Ja, du hast... Warte, ich mache kurz dein Flugzeug kaputt. Das ist auf jeden Fall ein cooles Teil, was ich habe. Kaputt. Bro, ich kann doch nicht immer... Ich bekomme immer die asiatischen Autos. Ja, anscheinend sollst du mal richtig krass Drift-Video machen. Kann natürlich auch sein. So. Ey, hallo, Sabotage. So. Komm, fahr vor. Okay. Da steht ja sogar... Wir fangen gleichzeitig los. Ne, pass auf, ich zeig dir jetzt mal ganz kurz, wie es ein Profi macht, weil ich komme jetzt weiter als du mit dem Panzer. Digga, war natürlich mein Extra-Bonus hier. Warte, guck, das macht man mit Absicht. Ja. Ah. Oh, nein. Stark. Warte. Ha! Siehst du, okay, und ich kann... Einschätzung war 3. Warte, ich bin jetzt bei... Okay, hier ist 3. Pass auf, ich komme jetzt mal bis 3. Okay. Ah, das hast du weniger gesagt? Oh, nein. Nee, ich hab gesagt, ich hab gar nichts gesagt. Hey! Hey! Warte, ich komm. Vorsichtig. Aber ich glaube, das ist ein Auto. Wir dürfen nicht mit ganz viel Geschwindigkeit ranfahren. Sondern eher nur mit etwas langsamer und weniger. Ja. Sah auf jeden Fall schon mal besser aus als mit mehr Geschwindigkeit. Nee, nein, ich brauch ganz viel Geschwindigkeit. Warte, ich komm jetzt. So, ich guck mal, wie weit die jetzt kommen. Ja. Aber ey, das Ding ist, ich komme mit meinen beiden Reifen rüber, aber dann hakt hier irgendwie unten meine Karosserie irgendwie fest. Ja. Okay, warte, ich komme nochmal rückwärts. Aber ich habe gesagt bis 3, ne? Ich komme nicht mehr bis 3. Nee. Ich sage... Ja, was sagst du? Ich sage auch, du kommst bis 3, aber in deinen Träumen. Das glaube ich. Also echt. Das habe ich nicht gesagt, das hat jemand reingeschrieben. Okay, pass auf, ich habe jetzt hier mein Auto... Ey, ne, aber das Ding ist... Es teast mich so ein bisschen an, dass ich höher komme, aber ich komme nicht höher. Also ich lasse das Auto hier stehen. Dann... Ich glaube... Oh mein Gott, doch! Was ist? Junge, ich bin bei 10 auf 10 drauf mit dem kleinen, flachen Wagen. Hä? Bro, ich check es auch nicht. Du hast locker gecheatet? Nein. Weil du fährst? Ach so, du machst die Anrampentaktik. Ja. Ah. Wow! Hä?
Bro! Hä? Schade. Bro, dass die Rampe ist höher als du selbst. Wie geht das? Also mittlerweile könnte man nicht mehr erkennen, welches Auto das ist. Ja, ich weiß. Oh Gott. Ich komme jetzt noch einmal so und ansonsten... Nee, okay, nee. Kann ich vergessen. Ja, das kannst du echt vergessen. Oh krass, Mann. Bis Stufe 11. Aber hey, du bist mit deinem echt weitergekommen als wir da. Ja, aber auch nicht so krass, wie ich das eigentlich so geplant hatte. Ich dachte, auf 3 wäre ja wenigstens schon etwas gewesen. So, ich hoffe jetzt, dass wir jetzt hier ein cooles random Fahrzeug haben, weil ich will jetzt mal ein bisschen höher kommen, weil wir können jetzt gleich schon zur nächsten Rampe gehen. Das wäre echt Zeit, ne? Das wäre echt Zeit. So, komm. Dann bist du ready oder was? Ich bin ready. Wir spawnen auf 3. Okay, eins, warte. Warte. Okay, eins, zwei, drei. Drei. Okay, deins zählt nicht. Meins ist gut, schlecht. Ich kann es also noch nicht sagen. Ich habe schon mal 9 Wagen. Ja, spawnen wir 9 Wagen rein. Habe ich schon. Hä? Ich habe ein Baby Rolls Royce. Das ist ein Kinderwagen. Bro, aber guck mal den Kinderwagen an! Okay, läuft auf jeden Fall. Ja, was sagen die Leute? Wer kommt weiter? Ja, wer kommt weiter? Schreibt es in den Livestream-Chat, Leute, wieder. So, ich sehe schon, jemand schreibt gerade 2 oder ein schreibt 6. Ich würde sagen, ihr könnt es aber vermuten, wie weit kommt Mirka mit seinem Kinderwagen? Wie weit komme ich mit meinem coolen LKW? 3. Mein Tipp ist, dass du du kommst bis 5. Ich komme bis 5. Okay, ich sag, du kommst bis 4, weil du kannst nämlich mit dem Ding Rampentaktik machen. Sag mal, das ist frech, dass du sagst, okay. Also, es schreiben welche bei dir so 5, 7, 7, 3. Meli schreibt 7, Fabian schreibt auch 6. Okay, komm, Abfahrt würde ich sagen. Let's go. Dann, Goodie, dann sehen wir uns, ja? Okay. Guck mal, ich komme jetzt hier nämlich entspannter hoch als du. Obwohl, guck mal, du hast... Meiner fliegt er schon fast. Yo! Aber, hä? Bro, ich dachte gerade, ich flieg los. Wieso deiner fliegt los? Ich dachte gerade, ich flieg los. Ich mache hier die Rückwärtstaktik, aber die scheint nicht so perfekt zu funktionieren, weil ich nicht so viel Speed habe mit dem Teil. Nee, das gibt es nicht. Nee. Doch. Nicht wirklich, leider. Nicht wirklich. Schade, Alter. Also mein Auto gibt sogar zu viel Gas. Wie zu viel Gas? Ja, das... Okay, ich probiere nochmal ganz kurz rückwärts Schräglage, aber ich glaube, meiner kommt bis 5. Also die meisten haben richtig auf jeden Fall geraten. Oh! 8! Okay, LKW hängt fest. Mein LKW hängt fest. Kommst du weiter noch? Nee. Okay, aber du bist weitergekommen, als ich gedacht hätte, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, Real Talk, ich auch. Ja, okay, dann. Ey, ich würde sagen, die nächste Runde. Ja. Wollen wir die zur Entscheidungsrunde machen? Das ist die Entscheidungsrunde. Dann werden wir gleich zur nächsten Rampe gehen, Leute. Die sieht richtig cool aus dann. Okay. So, wo bist du? So, ich bin hier. So, dann spawn jetzt mal dein letztes Random Vehicle für diese Rampe auf jeden Fall. Jackpot, ich hab gewonnen. Ey, das ist ja so unfair, ne? Ich hab gewonnen. Okay, warte. Ich spawn meins auch. Wo ist mein Neonanzug? Ich spawn meins auch. Oh, es ist gespawnt. Nein. Ja, okay. Ja, ich. Du kannst hier nicht mit dem Jetpack fällen. So, warte. Okay, also, wir haben das random Fahrzeug. Dann geht's auf jeden Fall ab. Oh, schade. Schummler. Ja, ich glaube gar keine nicht. Sorge. Ich glaube gar nicht, dass du random machst, sondern du suchst Flugzeuge auf. Oh mein Gott. Was ist denn Gott? Bro, was ist das? Was ist denn das für ein Bonzenauto? Hä? Ist das ein Maserati? Sieht das aus wie ein Maserati von vorne, ne? Von hat das eine... Hinten Beschriftung. Was steht das da? Das ist ein... Regalia. Regalia. Oder Regalia. Habe ich noch nie gehört, die Marke. Gibt's die überhaupt? Ich auch nicht. Weil manchmal haben wir ja so Autos, die gibt's gar nicht. Ich mal gucken. Sieht aber geil aus von innen, ne? Die Leute sollen mal wieder in die Chats reinballern. Wie hoch kommen wir? Genau, wie hoch kommen wir jetzt, Leute? Schreibt's rein. Und... So. Ready? Ja. 3... Das Auto ist aus Final Fantasy, schreibt einer. Das hier ist aus Final Fantasy? Stimmt! Ehrlich? Stimmt, das ist das, womit die rumfahren. Ach so. Okay, das ist natürlich cool. Wusste ich gar nicht. So. Dankeschön, Janetia. Cool. So, 3, 2, 1, Bro! Let's go. Ich hab schon so jetzt verloren. Du hast Motor, du kannst Wheelies machen. Das ist so Also. Wie, kannst du nicht mit dem Ding? Ich kann, oh mein Gott. Warte. Er zieht nicht hoch, Nein. Er zieht nicht hoch. Er zieht nicht hoch. Ich kann keine Wheelies machen. Oh mein Gott, und ich kann rückwärts fahren. Ey, aber es kann nicht sein. Warum habe ich denn so ein Pech mit den Autos? Kann nicht sein. Stark.
Ah, ey, du bist schon auf so einem Level, da werde ich, glaube ich, mit dem Wagen Yuppie. Niemals hinkommen. Ich probiere es nochmal ganz kurz aus. Ah, komm schon. Ey, ich komme mit dem nicht höher. Einfach so gebe ich ihn jetzt noch. Dann hast du auf jeden Fall die erste Runde gewonnen. Dann geht schon mal der erste Punkt an dich. Von, ich glaube, 3 oder 5 Punkten. Komm, wollen wir was machen? Jetzt. So, nochmal ganz kurz hier hin, Dingsen. Allein, so. Anscheinend soll ich bis Stufe 18 kommen. Alter, meiner hat 2 Motorhauben und eine ist gerade abgegangen. Ich bin bis 8 gekommen, das war's aber bei mir. Du bist du, hier bist du. Ja, okay. Ich muss auf jeden Fall sagen, dann geht auf jeden Fall der allererste Punkt an dich. Und wir gehen rüber zur nächsten Rampe. Also wir sind auf jeden Fall gleich. Ich würde sagen, wir machen die Weitfahrenrampe. Bis gleich. Yes, sir. So, Leute, ich gehe mal ganz kurz hier in den Fullscreen. Ich werde es ganz kurz hier vorbereiten. Das ist auch gleich ganz schnell gemacht. Wir sind jetzt hier nur kurz eine Millisekunde in dem Fullscreen drin. In der Zeit gucke ich mal ein bisschen auf euren Livestream-Chat. Habt ihr auf jeden Fall Bock, dass ich öfter livestreame? Und ja, falls wenn, wann soll ich livestreamen? Also soll ich in der Woche livestreamen? Soll ich am Wochenende livestreamen? Wochenende ist nicht so nice für mich. Da bin ich gerne mal ein bisschen entfernt von YouTube auf jeden Fall. So, warte mal ganz kurz. Jetzt hier nehme ich, wo ist die Rampe? Hier ist die Rampe. Und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Rampe, Leute. Weil hier haben wir die Möglichkeit. So, ich habe Mirkan ist auch schon da. Oder ist er schon da? Ich weiß nicht. So, und zwar hier, Freunde, haben wir nämlich die Weitfahrenrampe. Wir haben jetzt quasi Autos, die wir von hier starten. Und haben dann hier natürlich die Entfernung zwischen den Teilen. Falls ihr das Video gesehen habt, wisst ihr auf jeden Fall, wie die Rampe aussieht. Und hinten haben wir natürlich halt wieder einen coolen Preis, den man gewinnen kann. Und zwar sind das hier so wieder Goldbarren, Pokale. Guck mal hier. Einfach mein Avatar, Leute. Der goldene Monkey. Ja, und auf jeden Fall 2 coole Sportautos. Und ich würde sagen, ich gehe hier vorne auf jeden Fall hin zum Dingens. Ich frage mal ganz kurz, ob er schon wieder da ist. Okay. Bist du da? Ich sehe dich. Ja, da bist du. Das war ja jetzt auch. Du mutest dich und ich werde jetzt mal hier ran, wie wir gehen. So, und dein Game ist gecrashed. Oh, Mann, oh. Kein Problem. Ich werde mal ganz kurz schon mal ein random Fahrzeug spawnen und mal abchecken, ein bisschen schon mal trainieren, so einen unfairen Vorteil mir ergattern. So bist du heute Was unterwegs. Was ist denn das? Boah. Ich bin in einem unsichtbaren Feuerwehrauto gespawnt. Hey! Wie viele Ehrenleute sind bei dir da? Das interessiert mich ganz brennend. Wir haben jetzt gerade 600 Zuschauer. Also grüße auf jeden Fall an alle Zuschauer. Ja, das ist auf jeden Fall echt verrückt. Ich habe es nirgendwo angekündigt. Das ist echt krank. Also alle, die ja gerade da sind, ihr seid echt die Aktivsten. Warte mal, wie kann man Mitglieder schenken? Ich möchte jetzt gerade gerne euch Mitglieder schenken. Für das, die jetzt am Start sind. Weiß ich selbst auch tatsächlich noch gar nicht. Ich glaube, ich kann noch hier. Leute, schreibt mal in den Chat rein, wie ich jetzt hier Mitglieder schenken kann. Dann kann ich euch schon mal, die Aktivsten hier kriegen dann von mir ein Mitglied geschenkt. Aber wie geht das jetzt gerade? Ich gucke jetzt mal hier. Ich könnte jetzt hier Superchat, Supersticker. Ja, ich bin einfach YouTuber und ich habe keine Ahnung von der YouTube-Funktion. Korrekt auf jeden Fall, Leute. Ja, zu deiner Verteidigung oder zu unserer Verteidigung, wir haben ja auch. Ich habe das jetzt auch vor 9 Monaten gestreamt und du vor 3 Jahren? Bro, vor 3 Jahren. Ich meine, ich muss sagen, YouTube hat coole neue Features gemacht, also wie so Superchat mit den, beziehungsweise mit Mitgliedern, die man dann so vergeben kann. Oder natürlich auch hier so Super-Stickers und sowas, das gab es vorher alles nicht. Ich bin jetzt bis... Ja, dann sollte dasselbe tun, Bruder. Ich hab leider... 7. Ich glaube, bei mir kann man keine Dings verschenken. Noch nicht. Oh mein Gott, Blackjack hat 5 Mitgliedschaften für Boxer verschenkt. Oh mein Gott, Ehrenmann. Ehren Blackjack. Korrekt, Jamie Blackjack. Hat jetzt hier gerade eine Mitgliedschaft geschenkt bekommen von Blackjack. Alter, richtig, richtig cool. Aber Blackjack, wie geht das? Wie kann ich das machen? Schreib mal in den Chat. Kurz geht raus, Blackjack. Und wie macht man das? Ich will auch. Oh, guck mal, er hat noch weiter verschenkt. An Simple. Ach, Simple Toxic hat auch. Von Blackjack erhalten. Okay, sehr, sehr korrekt. So, ich bin gleich wieder da. So. Komm mal schon wieder rein. Gut. So, hier Simple Toxic, also ich habe auf jeden Fall probiert, alles relativ gut einzustellen. Wenn man das noch nicht so perfekt erkennen kann, werde ich da auf jeden Fall dran arbeiten. Hier über mir, Leute, sind auf jeden Fall die Mitglieder angezeigt. William Wulli hat auf jeden Fall das Glück gehabt, dass er die einfach verschenkt hat. So, musst auf den Stream neben Emotes klicken, auf den Stern. Okay, welcher Stern? Ich guck mal ganz kurz, welcher Stern. Schauen wir mal ganz kurz hier. Emotes, welcher Stern dann? Ah, ich bin wahrscheinlich, ich muss wahrscheinlich auf meinen eigenen Livestream klicken und dann kann ich das Ganze machen. Oder ich warte, ich werde es am Handy machen, Leute. Ich werde es am Handy machen, ich werde in der Zeit, guck mal hier,
wir so, jetzt du bist wieder da, ne? Ich glaube, ich werde es am Handy machen. Weil man kann anscheinend am Handy die Mitglieder leichter verschenken. Deswegen muss ich mal ganz kurz das auf... Das ist crank. ...abgehoben meinen eigenen Livestream angucken. Das machst du jetzt nicht, oder? So, spawn du mal schon mal ein Fahrzeug rein, dann teste schon mal. Ich steig dann bei dir ein. Ja, komm raus. Oh. Was hast du bekommen? Direkt so ein Yo, cooles. Okay, das ist schon mal unfair auf jeden Fall. Okay. Aber gut, dass du es jetzt bekommst, dann ist dein ganzes Glück jetzt weg. So, da. Okay. Hier können die Leute ja reinschreiben, bis zu welcher Farbe kommen wir. Ne? Ja, genau, warte. Genau, fahr schon mal los, bin gleich da. Also Leute, ich kann auf jeden Fall hier auf dem Stern, ach, oder Emote neben Stern. Ich kann jetzt anscheinend nur Super Sticker oder Super Chat. Aber wie kann ich dann, warum kann ich denn keine Mitglieder verschenken? Da will man einmal, huch, was ist denn hier jetzt gerade los, Leute? Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz hier die Rampe entfernen. So, nicht wundern. Mache ich mal ganz kurz Fullscreen hier. So. Die mache ich mal ganz kurz weg. Und die wird dann einmal ganz kurz wieder zu der Farbe gemacht. So. Dann gelb. Die sah auf jeden Fall gerade sehr komisch aus, ne? Lila. Die Rampe, ne? Hast du es weggemacht? Habe ich weggemacht, ja. Weggemacht. Ganz komisch aus. So. Okay, willst du das Auto nicht da unten lassen? Doch. Wir können das Auto eigentlich unten lassen, damit man den Fortschritt sehen kann. Sorry. Und ich komme schon mal zu dir zurück. Sporn was hast schon du denn hier, hast du denn hier für ein Auto geholt? Das erste? Ey, ich hab's mit Beinen angestellt. Sorry. Das kam eben einfach so randommäßig rein. So, ich muss ganz kurz mal wieder mein Stuff aufmachen. So. So, random Vehicle. Ist bei mir drin? Okay, ich glaube, ich muss selbst Mitglied sein, um zu verschenken. Ach so. Gut, dass ich glaube, ich kann dann aber. Okay. Das werde ich gleich mal abchecken, Leute. Also, wenn ihr gleich Mitglied bekommen wollt, bleibt dran. So. Und das Coole ist, bei den Livestreams seht ihr immer, was so ein bisschen behind the scenes passiert, ne? Genau, auf also jeden es lohnt Fall. Sich bei beiden Livestreams immer dabei zu sein. Ja, so, Random Vehicle drücken. 3, 2, 1, go! Und meins lädt lange, Warte, ich glaube, ich muss mein Fahrzeug einmal noch upgraden. Das sieht richtig, warte, das sieht richtig crazy aus. Ach, dein Auto gehört so. So ist das nämlich. Alter! Der hat Booster, doch! Wie? Guck doch mal hinten! Guck mal hier! Gar nichts. Du hast echt Dings drin, Düsen! Ich hab einfach so Booster-Düsen drin. Okay, krass. Dann können die Leute reinschreiben, was denken die? Wer kommt weiter? Ja, und so. 3. Würde ich sagen. 2. 1. Eins. Boom! Let's go. Oh mein Gott, und wie kann ich boosten? Boosten! Ich bin auf der anderen Seite, ja? Oh mein Gott! Oh! Auf der anderen Seite. Oh komm nein, schon! Komm schon! Nein! Nein! Ich bin bis 25. Was? Also vor 25, nicht bis, sondern doch bis 25. Ja, also bist du im Feld 24. Alter, weißt du, wie meine Tür aufgeht? Da geht krank. Das Glasdach einfach hoch, ne? Warte, ich muss ganz kurz reingehen, bevor ich aussteige. Alter. Krank. Okay. Aber gönn ich dir. Ja, ich komme mal ganz kurz wieder zurück zu dir. Ja. Bin schon seit 7 Jahren dabei, bitte Mitglied. Ey, wenn jemand schon richtig lange dabei ist, übertrieben cool. Freut mich sehr. So, komm zurück. Ja, ich bin hier auf jeden Fall am Start. So, dann kannst du mal ganz kurz hier random Fahrzeug spawnen. Ich werde mal dann, such dir mal eins aus, den du mal 1, 2, 3 mal hier rüberfährst. Ich werde mal mit Mitglied kurz abchecken. Yes, sir. So, random Vehicle. Und Freunde, wenn ihr vielleicht ein Sub geschenkt bekommen wollt, geht rüber zu Leon. Das ist auf jeden Fall... Ich würde jetzt eigentlich gerade selber schon Zap bei dir abgeiern, ne? Aber okay, warte, ich jetzt mal ganz abchecken, bis gleich. So, Leute, okay, ich bin jetzt kurz gemutet. Mülkan fährt jetzt hier mit ein paar coolen Fahrzeugen ran. Ich werde mal kurz gucken. Also ich kann ja, dann werde ich mich mal ganz kurz in meinen eigenen Account einloggen, Leute. Und zwar in den Brox-Account. Ich habe ja, falls ihr übrigens neu seid, mich noch gar nicht kennt, Leute, könnt ihr natürlich gern bei uns beiden auch ein Abo da lassen, weil ich gerade sagen wollte, Leute, ich habe halt mehrere Kanäle und das wissen halt viele auch gar nicht. Ich mache halt 3 Videos am Tag. So, jetzt bin ich auf meinem eigenen Livestream, krieg erstmal Werbung. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, hier. Ich weiß nicht, wie ich Sachen verschenken kann. Das ist natürlich, keine Ahnung, warum auch immer ich das nicht verschenken kann, Leute. Werde ich nochmal mich auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Also, der LKW ist natürlich jetzt hier bis zum Ende gekommen, natürlich. So, warte mal. Ich werde es gleich nochmal gucken, Leute. Wir machen das gleich nochmal auf ganz entspannt. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt nicht geht. Kein Problem. Ja, wahrscheinlich bist du so weit gekommen, oder? Guck mal, wie weit wir gekommen sind.
Ist, wirklich? Ist richtig. Ey, guck dir das an. Krank. Ja? Weißt du, was ich davon halte? Von dem Ding? Sag. Ich halte das davon. Oh! Nein! Oh mein Gott! ich glaube, ich habe eine zu starke Waffe ausgewählt. Wir haben Waffen in die Huch, eine Sekunde. Mach nochmal ganz kurz deinen Stuff weg. Oh nein. So, okay, drück ganz oft drauf, wir können es wegmachen. Und dann nochmal rein. Warte, dann lösche ich sonst deins ja mit. Ja, ich habe meinen schon gelöscht. So. Ich werde einmal hier weit fahren machen. Zack. So, und jetzt bin ich wieder drin. Bist du auch da? Ist trotzdem alles da. Ja, dann ist ja auch entspannt. Nee, deine Plattform. Warte mal, wenn ich das jetzt wegmache, mach ich das bei dir weg? Wo denn? Ganz weit vorne? Ja, hör auf damit. Oh, okay. Hör auf damit. Jetzt, lass das! Jetzt muss ich die wieder hinsetzen. Obwohl, nee, ja, das wusste ich eigentlich gar nicht. Nicht unbedingt. Nicht zwingend. Ich spawn es ja jetzt. Vielleicht ist er dann auch da. Ja, okay, dann spawn das mal. Stimmt, das könnte. Obwohl. Vielleicht. Spawn mal hin. Wir bei Weitfahren, ne? Ja, genau, bei Weitfahren. Ist es da? Ja, es ist auf jeden Fall eine zweite Rampe gekommen, aber die kann ich ganz kurz wegmachen. Das ist kein Problem. So. Also, ich würde sagen, bist du bereit wieder für das Random Vehicle? Tatsächlich noch nicht. Dann kein Problem. Jetzt aber. Also jetzt aber, okay. So, sehr Vehicle gut. Options. Einfach zu krass für die Map. Ja, ja, das war gerade schon echt mit dem Lamborghini, war das schon echt gerade richtig krass, Maurice, da hast du recht. Ach, Dankeschön, Slick Rick. So, let's go. Drei. Bist du bereit? Zwei. Eins. Boom. Nein. Ich dachte gerade, ich habe ein cooles Fahrzeug, ist aber einfach ein U-Boot, Bro. Och, Mann. Okay, kein Problem. Dann neues random Fahrzeug. Ist das nicht von 1 von Mr. Bean? Irgendwie schon. Ich meine, nein, oder? Ist das von Mr. Bean? Nein, das ist ein GTA-Rennen. Ist ein GTA-Auto. Das ist ein GTA-Auto. Sieht das gut aus? Oh, Hamas erzählt den beste Freunde, denn das sieht richtig gut aus. Natürlich. Okay, bist du bereit? Ich komm weiter, sagst du, weil jetzt geht unsere Challenge los. Du hast jetzt einen Punkt nochmal für die jetzt gerade dazugekommen sind. Wir haben jetzt gerade schon mal eine andere Rampe gehabt und da hat Mirka mich voll abgezogen. Ja, leider echt traurig. Aber jetzt 1-0 für dich, wir gehen rein. 3, 2, 1, jetzt! Let's go! Ey, du hast dein Standardauto, ne? Von GTA? Du hast, ja. Und du hast ein Auto. Du hast auch ein Standardauto. Das ist ein normales GTA-Fahrzeug. Alter, mein Auto ist doch voll so. Okay. Ich dachte, das ist krass. Ich seh dich. Ich bin gerade mal bei vor 9 angekommen. Wie gut. Aber egal, wir gehen wieder direkt hoch. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal ein paar Fahrzeuge. Also, das war schon mal die erste Runde, war schon mal nicht schlecht. Aber zweite Runde mache ich dich nass, ja? Pass auf, also random. Aber warte, dann spielen wir jetzt 2-0. Wieso 2-0? Ach nee, die hat erst jetzt begonnen. Okay, wir haben jetzt gerade. Nee, wir machen auf jeden Fall wieder, dass wir, wer nachher am meisten hat. Das heißt, merkt ihr auf jeden Fall, welche Autos du reingespawnt hast. Oder die Leute können sich auf jeden Fall im Chat merken. Warum bekommen wir nur GTA-Autos? Ja, die sehen auf jeden Fall jetzt gerade echt nicht so heftig aus. Warte mal, hab ich das? Nee, schade. Okay. Und dann. 3, 2, 1, go! Let's go. Komm schon, mit Vollspeed! Ich weiß nicht, ob es hier auf Geschwindigkeit ankommt, aber ich glaube ja. Ja, hundertprozentig. Und ich komm einfach, ich komm genauso weit wie der andere, ne? Einfach der Chef. Ich bin hier bei... Und du bist ein weitergekommen, ne? Ich glaub's nicht, das ist so unfair. So, dann kein Problem. Ich... chill mich jetzt hier wieder nach oben auf die Plattform. Okay, bin schon da. Okay, dann. Du hast jetzt die Auswahl. Spawn dein random Fahrzeug und du hast jetzt die Möglichkeit, 3 verschiedene zu spawnen. Und ich muss dann dein Fahrzeug aussuchen. Okay. Machen wir so. Das heißt, spawn 3-mal random Fahrzeug. 1. Okay. 2. Oh, Baby! Aber ich darf's aussuchen. Und drittes noch. Oh, und drittes Fahrzeug. Oh mein Gott, das wird heftig, oder? Okay. Oh, Bro, mein Gott. Weißt du, wie es ist? Ich sag jetzt, ich bin fast mit jedem Fahrzeug zufrieden. Ich sag dir jetzt nicht, welches ich nicht cool finde. Oh mein Gott. Mein Game ist gefreezed. Okay, warte, ich komme ganz kurz wieder zurück. So, kein Problem. Also das Fahrzeug, was Mirkan gerade hatte, das sah richtig krass aus. Ich bin gleich wieder da. Ey, Leute, was? Also mein Game ist gerade kurz gefreezed. Kein Problem, ich starte neu. Wir sind eine Minute direkt wieder drin. 5M ist zum Glück immer mega, mega schnell. Das ist richtig cool. Deswegen in der Zeit werde ich mir nochmal ganz kurz um das Problem mit den mit dem Dings kümmern. Ich mache mir ganz kurz eine Umfrage.
Und zwar, wer wird das Rampenrennen bzw. die Rampen-Challenge gewinnen? Wer wird die Rampen-Challenge gewinnen? Und dann mache ich einmal Brox und einmal Mirka. Ihr könnt auch sogar hier einmal ganz kurz abstimmen, Leute. Ich frage jetzt mal ganz kurz in dem Livestream-Chat. Habt ihr jetzt gerade die Möglichkeit, hier schön mal die Umfrage hier zu dingsen? Machst du YouTube hauptberuflich? Ja, ich mache YouTube hauptberuflich, Leute. Und jetzt werde ich einmal ganz kurz hier schön mal Musik anmachen, Leute, auf ganz entspannten Hintergrund, während das lädt. So, damit wir ein bisschen Musik haben. Ich will es mal kurz gucken. Also, ich brauche noch mal ganz kurz deine Hilfe, Blackjack, wenn du da bist. Wie ich jetzt am besten Mitdealer verschenke. Oh mein Gott. Anzeigen? Ne, ich möchte keine Werbung hinzufügen. Jetzt habe ich... Leute, tut mir leid, ich habe gerade eine Werbung hinzugefügt. Ich habe gerade eine Werbung hinzugefügt, das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Ich schreibe, warte, sorry für die Werbung. Oh mein Gott, warte. Ich habe außerdem eine Werbung hinzugefügt. Das wird das letzte Mal sein. Ich will im Livestream nie Werbung haben, Leute. Also damit ihr Bescheid wisst, das war gerade auszusehen. Ich habe gerade nur außerdem einen Knopf gedrückt. Zeigt, dass du Brox unterstützt. Ich kann aber anscheinend nur Supersticker und sowas machen, ne? Schade eigentlich. Oder hier vielleicht? Emoji? Ne, also hier ist übrigens mein Ladescreen, Freunde. Wenn ihr mal einen Ladescreen sehen wollt vom Server. Mit der GTA-Musik. Ah, wer kennt sie, Leute? Wer kennt sie nicht? Die Pausenmusik in GTA 5 ist auf jeden Fall sehr nice. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gerne auch, nochmal muss ich halt einfach zu sagen, gerne den Kanal abonnieren. Falls ihr noch nicht gemacht habt, auch gerne die Glocke drücken. Dann kriegt ihr nämlich jedes Mal bei den Livestreams eine Benachrichtigung. Besser wäre es wahrscheinlich noch. Ich muss aber überlegen, ob ich das machen werde. Wie heißt das, Leute? Auf Instagram. Hier auf Instagram meine Livestreams ankündigen. Ich glaube, ich werde es nicht machen. Am besten drückt ihr einfach die Glocke. Die ist eigentlich immer sehr zuversichtlich, wenn man die halt, komplett aktiviert, Leute. Deswegen, also da tut ihr auf jeden Fall selber den Gefallen. So, ich würde einmal ganz kurz zu Mirkan gehen. Kurz meinen Charakter ändern und zu Mirkan hinfliegen. So, okay. Zack, wir sind zurück bei ihm. Und ich glaube, ist er irgendwo? Ah, nee. Okay, warte Sekunde. Kriegen wir hin. Der müsste hier, glaube ich, irgendwo über mir sein. Genau, der ist nämlich gerade hier. Und dann werde ich nochmal hier schön die Rampe rein spawnen. So, läuft alles flüssig, läuft glaube ich alles flüssig, ne? So, dann habe ich einmal noch hier die Möglichkeit, wo ist die Rampe? Die Rampe ist hier. Zack. Musik haben wir wieder ausgemacht, ne? Also, bestes Trio, Brox, Kasparo, Denno. Ja, das waren natürlich richtig coole Videos, die wir damals gemacht haben. Da hast du auf jeden Fall recht. So, ich bin wieder drin, Leute. Zack. Ja. Und ich bin zurück, Bro. Cooles Fahrzeug, was du da auf jeden Fall hast. Ich wollte nur mal, ich habe auch gerade gezeigt, was unser Server alles so kann. Ja, ja, der Server ist auf jeden Fall, ich dachte gerade, ich freeze nochmal. So, der Server ist auf jeden Fall echt richtig, richtig crazy. Der wird auch jedes Mal erweitert, Leute. Also, wir werden so kranke Sachen hier machen. So, deswegen, ich habe jetzt hier die Auswahl von eben. Und, so, such einen aus. Also, du hast ihn noch nicht getestet, richtig? Ich habe auf dich gewartet. Okay, ja, okay. Dann auf jeden Fall kriegst du nicht den absolut krassesten Monster-Truck. Das kriegst du nicht. Sondern du kriegst von mir den krassen neuen Mercedes. Ich habe von dem schon mal ein Video auf YouTube gesehen, muss ich sagen. Der ist krank. Der kann seitlich einparken, ne? Der hat hier so Reifen, die so quasi wie so ein Ball sind. Okay, dann mach den auch noch weg hier. Den anderen Wagen, genau. So. Und jetzt darfst du den dann benutzen. Dann spawn du mal deine drei. Ja, erstmal spawnst du deine drei, Kollege. Okay, okay, okay. Pass auf, du wirst jetzt sehen. Ich werde jetzt hier richtig, richtig coole Autos spawnen. Oh, ich bin mit dem schon mal sehr zufrieden. Schon mal. Ich wollte gerade sagen, schon mal dann relativ gut. Dann noch eins. Mal gucken, was das nächste ist. Hoffentlich kein Flugzeug. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja. Okay, Digga. Und noch eins. Alter, ich muss sagen, ich bin eigentlich voll zufrieden. Du kannst die Autos ja entfernen, die ich jetzt dir nicht gönne. Ja, okay. Ich wäre dafür, dass du auf jeden Fall nicht die Mitte nimmst. Oh, das wäre ja zu cool gewesen, würdest du mir die Mitte gönnen. Ja, klar. Ja, okay. Und dann ist es ja der Skyline, glaube ich, ne? Der Nissan Skyline, den Paul Walker gefahren ist, in Tokio dürfte das, glaube ich. Genau. Den nimmst du nicht. Ich gönne den großen. Ey, ehrlich, das ist aber korrekt von dir, muss ich sagen, ne? Ist, sag ich mal, das Auto, was von denen am weitesten kommt. Würde ich sagen, ich nehme mein großes Muscle Car, ne?
Und aber mal gucken, ich habe eine Umfrage übrigens gemacht. Nein, jetzt ist mein Game gecrashed. Ah, chillig, kein Problem. Chillig. Ich werde dich schon mal mein Auto hinstellen. Bis gleich, Bro. Was für eine Umfrage hast du gemacht? Ich habe eine Umfrage gemacht, wer wird quasi die RAM-Challenge gewinnen und 96% stimmt für mich. Ey, ja, das ist der Heimvorteil, ne? Da kannst du halt nichts machen. Also, du wirst auch in einem Stadion immer mehr Jubel bekommen. Bei mir hätten die auch Brox gesagt. Locker nicht. So, in der Zeit werde ich ein bisschen hier abdancen. Piu, piu, piu. So, bis gleich. So, Leute, ich werde in der Zeit nur hier ein paar Namen vorlesen. Ich werde auf jeden Fall auch immer das so machen, Leute. Am Ende des Streams natürlich, wie früher, wie vor 5, 6 Jahren, wird am Ende des Streams natürlich immer gegrüßt. Das heißt, es lohnt sich, gerne bis zum Ende da zu bleiben. Ich mache auch immer nicht so lange Streams. Also meine Streams werden meistens immer so 1 Stunde, 1,5, 2 Stunden gehen, weil ich natürlich auch noch viele Videos aufnehmen muss, Freunde. Und ich mache ja auch jetzt tägliche Shorts auf dem GTA 5 Kanal und bald auch noch auf den anderen Kanälen. Deswegen, ich bin halt immer mit der Zeit so ein bisschen begrenzt, aber ich will auf jeden Fall mein Bestes geben, um mit euch immer coole Videos zu machen. So, also, und zwar jetzt ein paar Grüßen, da haben wir schon Manuel, Katja, Ronaldo, Sahel, Nikolas, Siegenthaler, wir haben noch am Start Redox, 3 Stunden Beste, glaubst du 3 Stunden Livestream der Beste? Könnte man eigentlich auch machen. Also, wenn ich gut vorproduziere, Leute, dann kriegt man eigentlich auch 3 Stunden so 2-3 Mal die Woche eigentlich hin. Vor allem, wenn wir halt natürlich aus den Streams noch Videos halt quasi aufnehmen, das würde natürlich auch nochmal cool sein, ne? Wenn wir mit so Zuschauern aufnehmen, dann habt ihr nicht so die Möglichkeit, nicht nur im Stream dabei zu sein, sondern sogar auch danach, vielleicht ein paar Tage später, im Video. Also, deswegen will ich jetzt eigentlich gerne, warte mal, ich werde nochmal ganz kurz probieren, Freunde, wie ich jetzt hier Mitglieder verschenken kann. Also, bin schon 6 Jahre dabei, schreibt Jani Ita. Richtig, richtig korrekt. Fischi ist da dabei. Dann haben wir noch Florian, Mr. Mauritz, habe ich auch eben schon mal gegrüßt. So, ich werde mir ganz kurz gucken, Leute, wie ich jetzt hier Mitglieder grüßen kann. Falls ich gerade eine Spende nicht vorgelesen habe oder auch einen Mitglied vielleicht nicht vorgelesen habe, tut mir auf jeden Fall sehr leid. Nimm mir jetzt nicht zu übel. Ich habe, wie gesagt, lange Zeit nicht gestreamt und muss es erstmal alles wieder hier in meine Muscle Memory reinbekommen. Da vorne ist auch schon Mirkan, aber wie das mit diesen Mitgliedern funktioniert, wie ich die jetzt verschenken kann, Leute, ich muss mich da nochmal reinlesen. Also vielleicht machen wir es gleich oder vielleicht auch im nächsten Stream. Eigentlich nur auf den Stern klicken, wo man einen Sticker machen kann und da steht Mitglied verschenken, aber ich muss sofort Mitglied machen, dann konnte ich das verschenken. Ja, aber ich kann das nicht selber von mir Mitglied sein, ne? Ah, muss ich mal gucken, muss ich gleich mal schauen. So, ich würde sagen, weil ich konnte auch nicht Mitglied werden auf meinem anderen Kanal. So, ich würde sagen, Leute, pass auf. Ey, nicht mich schlagen. So, ich bin ready hier. Okay, dann haben wir jetzt Muscle Car gegen... Nein. Nein, oder? Jetzt ist mein Game gefreezed. Okay, meins auch. Wir dürfen nicht in die Autos einsteigen. Okay, dann steigen wir nicht. Ist mit den Autos. Kein Problem, wir steigen aber nicht in die Autos ein, Leute. Alles entspannt. Bis gleich. Hast du was gemacht? Was meinst du? Hast du selbst eine Umfrage gemacht? Ich habe selbst eine Umfrage gemacht. Ich werde einmal ganz kurz den Server neu starten. Das dauert ja nicht lange. Dann haben wir einmal einen freshen Server. Dann wie ist macht alles, man das? Alles clean. So, kannst du im Chat machen, eine Umfrage erstellen? So, ich bin gleich wieder da. Zweit-Account. Ich gucke den mir schon seit 7 Jahren. Auch sehr korrekt. Bin auch Mitglied. Genau, man hat nämlich in dem Discord, Leute, haben wir auch Mitglieder. Also, wir haben einmal einen Rang für Mitglieder. Die werden auch automatisch hinzugefügt. Also, wenn ihr quasi Mitglied auf YouTube seid und euren Discord, glaube ich, mit YouTube verknüpft habt, dann könnt ihr auch automatisch quasi als Mitglied quasi da im Discord rumchillen. Da haben wir nämlich 2 verschiedene Bereiche. Hat man auf jeden Fall ein bisschen ganz coole Sachen. Probier mal Crunker aus. Was war denn Crunker? Das ist so ein anderes Spiel. Darf ich Mitglied? Ich werde mal jetzt hier probieren. Ich glaube, ich kann. Ich weiß nicht, ob ich mir das aussuchen kann. Ich will mal mit einem Zeit-Account gucken. Ich werde mal ganz kurz, Leute, ganz schnelle Welle. Nämlich, wo ist es jetzt hier? Nämlich, wo war das? Die Musik nochmal ganz kurz anmachen. So. Dann werde ich kurz laufen. Und dann werde ich hier ganz kurz den Server neu starten. So, bin 8 Jahre Mitglied. Also bin 8 Jahre Mitglied, okay. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier, wenn man jetzt so von normalen Tieren ausgeht, die man als Haustier haben kann, muss ich schon sagen, finde ich Hunde echt mega, mega cool. Also ich bin nicht so der Katzenfreund, muss ich sagen, aber ich finde Hunde richtig, richtig cool. Also ich mag es richtig gerne so, wenn ich beim Kollegen bin oder so, der hat einen Hund, so einfach den so zu streicheln und sowas. Das ist eigentlich so das Beste. Verschenken ist zufällig. Okay, das ist cool. Verschenken ist zufällig, finde ich cool. Dann kann keiner sich benachteiligt fühlen.
Ich will mal gucken. Ich glaube, ich werde mir mal ganz kurz eigenes. Ich werde mir jetzt mal selber Mitglied werden, Leute, in meinem eigenen Livestream. So, der Server müsste gleich neu gestartet sein. Genau, da ballert hier noch alles rein. Und dann haben wir auf jeden Fall auch alles im Start. Nenn mich Markus. Das geht, okay. Markus. Marius. Okay, habe ich gemacht. Das ist cool, dass du schon seit 6 Jahren dabei bist. Freut mich. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Also, die ist auf jeden Fall rot. Und jetzt kann ich hier mal ganz kurz Mitglied werden, weil ich werde jetzt mal hier mal den Link in der Beschreibung, glaube ich, ne? Ja. Ich will meine Vorteile sichern, Leute. Da muss ich mich Safari anmelden. So, dann ich gehe auf meinen Server rauf. Leute, der Server ist auf jeden Fall wieder online. Das heißt, es geht sofort weiter mit dem Rampenbattle. Der Stream bleibt online, genau. Also der Stream bleibt online. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich irgendwie noch was zu tun habt oder sowas, Hausaufgaben oder keine Ahnung, ihr wollt irgendwie weiter zocken oder was weiß ich, dann der Stream geht auf jeden Fall auch online. Aber ihr wollt euch nicht verpassen, wie ihr vielleicht einmal ein kostenloses Bitte bei mir bekommt. So, dann, genau, Server ist fast wieder online. So, kannst du mich als David begrüßen? Bin seit 5 Jahren dabei und Mitglied. Ey, vielen, vielen Dank, David. Sehr, sehr korrekt. Ich gucke dich, seitdem du Bigfoot-Livestream gemacht hast. Oh, der Bigfoot-Livestream mit Philipp war auch einfach legendär. Der war auch einfach legendär. Habt ihr den allerersten da? Ich kann jetzt Mitglied werden bei mir. So, jetzt werde ich mal ganz das Mitglied, Freunde. So, der allererste Bigfoot-Livestream mit Starskill, der war zum Totlachen, Leute. So, ich bin jetzt hier mal ganz Mitglied und dann werde ich mal gucken, ob ich mich dann dingsen kann. So, dann, der ist aber gerade cool, dicken Leute. So, ich bin jetzt Mitglied, Leute. Ja, ich bin jetzt mein eigenes Mitglied. Ey, Obrox, wie korrekt von dir. So, jetzt werde ich mal ganz kurz gucken. Kann ich jetzt hier dann in den Chat reingehen? So, Live-Chat und dann Stern. Ich kann aber nicht, Leute. Super Chat. Ich kann auf Super Chat gehen, aber ich kann leider irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe nur Super Chat. Guck mal, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich habe hier nur, gucken, Super Sticker und Super Chat. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, euch leider Mitgliedschaft gerade zu geben. Ich weiß auch nicht warum. Das ist so ganz, ganz merkwürdig. Kann ich Mitglied haben? Was geht? Was geht? Also, ein paar Leute grüße ich nochmal ganz kurz hier. Rekan, mein Lieblingsessen. Frage. Also ich bin auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Fan von den Standardsachen, die man alle kennt. Pizza, Burger und Nudeln. Ich muss aber sagen, Spaghetti Bolognese von Mama, beste. Kann nichts übertoppen, Leute. Kann nichts übertoppen. So, Server ist online. So. Gibt's nicht mehr. Server ist online. Kannst rauf. Wir sehen nicht mehr. Gleich. So, und dann wählen wir jetzt mal hier, so, pass auf, und zwar, du bist mein Idol, ja, das freut mich auf jeden Fall mega, dankeschön, Burger, bestes Essen, ich sag's dir, Burger ist richtig krass, Mama, die Beste der Welt, ja, Mann, ist einfach echt so, man muss das einstellen, damit man Geschenke erhalten und verschenken kann, ah, Fischi, vielen, vielen Dank, dann werde ich das auf jeden Fall für den nächsten Livestream vorbereiten, weil dann könnt ihr einfach Mitgliedschaft von mir geschenkt bekommen. Das geht nur über den PC, am Handy ist es bei mir auch nicht da. Ah, aber gut, ich kann leider nicht, aber das ich hier nicht. Ich mache ganz kurz hier so. Geile Musik. So, kann ich hier vielleicht nochmal, super Sticker, super Chat. Auch leider nicht, Leute. Schade. Kannst du meine Anfrage auf Discord annehmen? Ich werde leider keine Anfrage auf Discord annehmen. Ich habe da halt nur Leute, wenn ich halt immer schreiben muss und so, das ist halt wichtig. So, wir gehen jetzt schon fast rein, Leute. Wir sind fast im Server drin. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, Florian Hummel. Ich hoffe, dir geht's auch gut und allgemein euch geht's auch gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe vorhin noch ein paar Videos aufgenommen, ein paar Shorts, die jetzt nächsten Tag online gehen. Es ist auch vorhin, ich glaube vor 2 Stunden, ist ein Short online gekommen, Leute. Und zwar das Mythen-Short, Leute. Wir haben nämlich einen Mythen-Short gemacht mit, so, einmal kurz zu meinem Charakter werden, mit nämlich richtig, richtig coolen Filmmythen, also so Spider-Man, was hat man noch, Harry Potter hat man, glaube ich, da drin und so richtig, richtig krasse Sachen. So, ich will mal ganz kurz hier die Map spawnen, Leute. Das heißt, hier ganz kurz mal die Map hinmachen. So, und dann können wir nämlich auch schon gleich gegen Mülkern das Rampenbattle halt fortfahren. Kannst du wieder von TikTok GTA Stunts nachmachen? Bitte, das war so nice. Ihr könnt mich ja gerne mal auf TikTok markieren. Auf so Stunts, die ihr seht. Ich sehe auf jeden Fall, ihr macht es auf jeden Fall echt sehr, sehr häufig.
Ich mache es manchmal sehr häufig und da probiere ich natürlich immer, die dann nachzumachen. Aber manchmal sind die Stunts, wo er mich drauf markiert, dann zu heftig. Also die, für die brauche ich dann irgendwie so 3-4 Stunden oder sowas. Wenn ich zum Beispiel, genau, was habe ich hier noch? Bist einfach der Beste, William, ich danke dir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier die Autos jetzt leider nicht mehr am Start, Leute, die wir gerade eben hatten. Das wäre natürlich cool gewesen. So, Mirka ist jetzt hier am Start, Leute. Wir gehen jetzt rein in das Random Vehicle Battle. So. So. Haha. Einfach gleicher Kopf, gleichzeitig so gesagt. Ah, das ist schon, das ist gruselig bei uns beiden. Das ist echt gruselig. So, bist du ready? Wir müssen jetzt leider andere Fahrzeuge nehmen. Ich bin noch gerade jemand anderes. Ja, du bist gerade irgendwie so ein Lockenkopf. Ja. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen, Mirka? Das war gerade so die Frage bei mir. Mein Lieblingsessen ist tatsächlich Spaghetti Bolognese. Also echt. Also echt, Bro. Wieso? Weißt du, was ich gesagt habe? Na? Spaghetti Bolognese. Nein! Doch! Digga, Spaghetti Bolognese von Mama. Oh mein Gott, ja! Oh! Es gibt nichts Besseres. Gibt Real nichts Talk. Besseres. Wirklich wild. Okay, ich spawn mein Fahrzeug rein schon mal. Ich habe mir tatsächlich auch gerade sogar einen Salat bestellt einfach. Okay. Oh! Dann müssen wir es jetzt mit den Fahrzeugen machen, ist auch nicht so schlimm. Okay, machen wir mit den Fahrzeugen. Und wir vergessen alles, was ist. Wer als erstes, würde ich sagen, 7 Rennen gewonnen hat, ja, geht hier als Gewinner raus. Okay, das ist natürlich... Also, wer 7-mal weitergekommen ist. So. Das ist natürlich stabil. Das heißt, ich gebe jetzt Vollgas. Und 3, 2, 1, boom! So, auf Seite. Hau ich rein, Bro. Sein. Wir sehen uns auf jeden Fall. Oh! Bitte. Ich hab grad, Alter, ich hab grad den... Nein! Wo bist du denn? Hä? Ja, ich komm nicht mal runter, weil dieses Auto so fett ist. Ey, das Ding ist, ich hab grad den cleansten Backflip gemacht, den du dir jemals reinziehen könntest. Der sah richtig, richtig heftig aus mit dem Bugatti, Alter. Okay, so, bist du... Ich bin in Feld 6. Du bist bis Feld 6 nur gekommen? Okay, kein Problem, kein Problem. Ich bin oben, ich warte wieder auf dich. Let's go, komm. Ja, also, spawn ich rein. Wenn du bei dem dritten Win, machen wir das mit den 3 Autos. Okay, klingt also, auf jeden Fall gut. Wenn du 3 hast, dann das und andersrum genauso. Okay. Okay, 3, 2, 1, go! Oh, was? Nein, Das, also, ich muss sagen, sorry, aber da zählt einfach dann das erste Fahrzeug. So nicht, na, mein Freund. So nicht. Irgendwie, das erste Fahrzeug. Das aber sieht ich echt komme damit auch weiter. Es sieht crazy aus, muss ich sagen, ne? Aus dem Z4. Ey, mit Buddykit! Ja, ich habe richtig krassen Tuner daran gesetzt. Irgend so einen krassen Japaner, der das richtig, richtig auf Drift-Modus angelehnt. Ja, was sagst du, wir kommen weiter? Einmal nur kleine Selbsteinschätzung. Also, erstmal sollen die Leute hier in den Chat reinschreiben. Leute, schreibt in den Chat rein, auf welches Level kommen wir? Ihr seht ja hier, wir haben ein Level. Mhm. Auf welches Level werden wir kommen? So. Ja, stimmt, es gibt Pink, Orange, Blau, Lila, Rot und Grau. Und Grau, ja genau. Also, ich bin auf jeden Fall bereit. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, boom! Alter, warum ist deiner so schnell? Du bist gar nicht so schnell. Nein. Ah, hey! Oh mein Gott, wir fahren einfach, als wenn nichts wäre. Hä? Oh. Warte, ich fahre jetzt hier runter. Okay, ich bin auf demselben Level wie der Bugatti. Hä? Dein Monster Truck war ja voll krass. 1-1, mein Freund. 1-1, okay, mein Freund. Okay. Kein Problem. Das ist ja noch in Ordnung, ne? Das ist ja noch voll in Ordnung. Ja. Also viele haben 10 geschrieben. Okay, wenn ich mache... Schade, dass ich keine Mitglieder so verschenken kann an die, an so bestimmte Leute. Weil dann könnte ich so sagen, ey, Leute, wenn ihr 10 oder so schreibt... Haben, ne? Genau, kriegt ihr eine Mitgliedschaft geschenkt. Okay, bist du ready? Ich bin ready, Freddy. Dann spawn dein Random Vehicle. Fahrzeug! Gespaltene Meinung. Könnte gut sein. Könnte aber auch nicht. Also, Komm, hau deins rein. Ich hau meins rein. Mit einem Backflip. Ja, ich mach jetzt erstmal jetzt hier schön random. Alter! Das ist, glaube ich. Das Becher sein könnte. Guck mal, meine Felgen. Die bewegen sich einfach, ne? Die sind unabhängig von dem Reifen. Okay, bist du ready? Das ist echt ein guter Call von dir, dass wir nach hinten fahren und ich jetzt von hier Anschwung hole. Ja, okay, ich fahre einfach gleich bis zu meinem Schild nach hinten. Kann mich auch machen. 3, 2, 1, let's go! Ey, okay, ich hing gerade fest, kein Problem. Ich hole dich ein. SUV, der schnell fährt. Oh mein Gott, bitte.
Bitte. Bitte. Bitte. Nein. Ja. Wo fährst du? Oh mein Gott. Oh mein. Oh. Noch ein weiter. Nein. Wohin fährst du? Ich bin einfach weiter als Level 16 gekommen. Also quasi, jetzt glaube ich das weiteste, ne? 16 drin, ja. Alter. Das weiteste. Das sieht richtig, richtig krass aus. Okay, dann lass mal wieder zurückgehen. Diese Runde gewinnst du, ja, bei Mann. Mir, das war gerade gut. Ich wollte gerade sagen, bei mir hat einer reingeschrieben, du kommst bis 6, 7, ich bin einfach bis 4 oder so gekommen. Also echt? Ganz, ganz schlecht. Okay, dann. Wenn du jetzt noch einen Win holst, darfst du mir eins aussuchen. Genau, dann. Wenn ich jetzt einen Win hole, darf ich dir eins aussuchen. Oh, yes. Also von den 3 Stück dann, ne? Genau, genau. Okay, dann spawn mal rein. Ich bin gespannt. 3, 2, 1. Piu, piu. Warte mal. Ist das so? Nein, das ist nicht das Springende. Alter, stimmt. Hätte man hier das Springende oder sowas, ne? Oder so ein fliegendes Auto. So, ich bin ready. Oh! Ach, Mann, ja, ich brauch gar nicht losfahren. Über den habe ich einen Short gemacht vorgestern. Ich brauch gar nicht losfahren. Der Monster-AMG ist das. Also, ihr könnt jetzt mal reinschreiben, Leute, weil ich weiß genau, wie weit er kommt. Ich habe schon mal getestet mit dem, in dem Short. Bei mir sollen die auch mal reinschreiben, wie weit ich komme. Ich sag, okay. Nicht weit. 3, 2, 1. Go! Oh mein Gott! Ja. Hau rein, Bruder. Mach's gut. Mhm. Wir sehen uns auf der anderen Seite, ne? Auf der Gewinnerseite sehen wir uns irgendwann. Nein. Komm. Oh! Ey, aber du bist auch hier gelandet, also Gleichstand, ne? Unentschieden. Ja, dann noch eine Runde. Okay, warte, noch eine Runde, dann darf man danach entscheiden. Und wir sind beide bis Feld 9 gekommen. Ja, hätte ich nicht gedacht gerade. Welche schreiben Level 15, Level 23? Ich hoffe, wir kommen bis Level 23, ne? Ich komme weiter zum Short, bin ich wirklich, Markus. Danke. Bin ich wirklich, hast recht. So. Ready? Let's go. 3, 2, 1. Bro. Ich hab Motorrad, nein. Bruder, du hast verloren. GG. So, und jetzt hole ich mir ganz kurz ein bisschen Speed. Jetzt kommt der Stunter in mir raus. Ja, ich fahr mal los. Und du holst mich ein. Okay, pass auf jetzt hier. Jetzt kommen hier die crazy. Ha. Ich bin bis 8 gekommen. Ich weiß nicht, ich hab den Mund zu voll genommen. Wie? Ich guck mal, wo ich bin. Du trollst mich doch. Motorrad ist total schlecht. Was? 2-2. Entscheidende Runde. Okay, jetzt ist die entscheidende Runde. Wer danach auswählen darf, welches Fahrzeug kommt. Und dann, Leute, kommt auf jeden Fall nochmal eine richtig, richtig krasse Rampe. Oh so. Ja. Bist du ready? Go. 3, 2, 1. Offen. Ey, aber warte. Meine, das ist auch nicht gut. So, oh mein Gott. Hey! Oh. Was? Okay. Komm nach hinten, komm. So. Nee, Digga, nein. Doch. Alter, du hast irgend so einen Hackerpanzer. Du hast einfach einen Hackerpanzer. So, würde ich sagen. Es geht los in 3, 2, 1. Oh, aber dein Antrieb ist nur krass, muss ich sagen. Du hast mich gerade ein bisschen getäuscht, aber du wirst es safe gewinnen. Nein! Ey! Ich bin nicht sogar hier. Wo bist du? Aber ich entscheide mich einfach, wir fahren hier runter. Oh nein. Ich darf dir ein Auto aussuchen. 3-2 für mich. Okay. Dann würde ich sagen, welches Auto suchst du mir aus? Soll ich jetzt 3 Stück rein spawnen? Mach mal 3 Stück rein. Okay, ich spawn 3 random Fahrzeuge rein, Leute. Ich kann glaube ich springen. Ja, das habt ihr mir jetzt früh gesagt. Deiner kommt. Okay, also hättest du jetzt verloren, wäre das peinlich. Der ist richtig schlecht. Der ist richtig schlecht, der Wagen. Der ist richtig gut. Der Motorrad ist richtig heftig, ja. Und das Ding von eben, da steige ich lieber nicht ein. Mach mal den Kofferraum bitte hier einmal auf. Welchen Kofferraum? Hier bei dem Wagen. Wieso? Ich guck mal ganz kurz, welchen Kofferraum? Was soll im Kofferraum drin sein? Hier? Ja, mach mal auf. Ist es der Wagen? Nein, das ist ein ganz normales Auto. Nicht. Ein normales Auto. Also das Ding ist, fällt schon mal weg, weil der crasht auf jeden Fall das Game. Ja. Das Motorrad ist. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Deswegen, ich entferne mal ganz schnell lieber das Fahrzeug hier. So, weg damit. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Oh, warte. Ist gerade das Game von Mülkan gecrashed, halb so wild. Wir werden jetzt nämlich gleich hier. Das Ding ist, Leute, ihr dürft es jetzt nicht verraten. Ich kenne den Wagen hier schon. Pass auf, Leute. Wenn er jetzt gleich den Wagen auswählt, pass auf, guckt hin. Das ist kein normaler BMW.
Der BMW kann nämlich fliegen. Und wenn man den noch richtig macht, Leute, hat der BMW einfach... Na, guck mal, kann ich das vielleicht machen? Der theoretisch auch noch so... So, eigentlich so ein Boost da hinten. Aber ich sehe ihn jetzt gerade nicht rauskommen, Leute. Also, auf jeden Fall kann er fliegen. Deswegen... schreibt jetzt mal irgendwie jetzt hier gleich am besten in den Chat, dass er auf jeden Fall den BMW nehmen soll, Leute. So, Art Brawlstars hat gerade ein Schweizer Franken rausgeballert, Leute, in Super Chat. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Kannst du mal bitte wieder ein Skill Race machen? Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Also hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Da, die Reihenfolge der Nummern sind falsch. Ehrlich? Die Reihenfolge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ist doch alles richtig? Welche Reihenfolge denn von den Nummern? Die sind doch alle korrekt. Was ist dein Lieblingsfilm? Meiner ist Fluch der Karibik. Oh, ist eine sehr, sehr geile Serie. Also hier, Art Brawl Stars, vielen, vielen Dank für den coolen Superchat. Grüße ihn raus an dich. Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, mein Lieblingsfilm ist eine sehr gute Frage. Ich stehe gerne, also ich gucke richtig, richtig gerne Filme von Leonardo DiCaprio. Vielleicht kennt er ja ihn auf jeden Fall. Ich denke mal, die meisten kennen ihn auf jeden Fall, die gerne Filme gucken. Und... Aber ich muss auch sagen, aber Interstellar kommt auch sehr nah dran, aber es ist halt so ein Klassiker, das ist halt von sehr, sehr vielen der Lieblingsfilme. Also ich muss sagen, der Film, bei dem ich, also der Film, bei dem ich am meisten Spaß hatte, Leute, zu gucken halt, war Catch Me If You Can. Also wenn ihr den Film kennt, müsst ihr gucken. Ist nach einer wahren Begebenheit jemand, der quasi die ganze Zeit auf der Hut ist, Leute, die ganze Zeit vor den Behörden wegrennt. Ja, ich glaube, Flugpilot sein fälscht, der hat Pässe gefälscht. Sehr, sehr cooler Film. Also wenn ihr den nicht gesehen habt, den müsst ihr auf jeden Fall auf eure Filmliste packen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich glaube, den gab es aber bei Netflix. Haben sie leider rausgenommen. Also Netflix auch irgendwie, weiß ich nicht, ne? Fühlt ihr das so? Ihr habt so eine Filmempfehlung bei TikTok oder sowas? Ihr wollt gucken, ob es den bei Netflix gibt? Gibt's einfach nicht. Ne? Gibt's einfach nicht, Leute. Deswegen, die meisten Filme kann man halt bei Amazon finden. Muss man leider kaufen. Ich feiere deine Videos sehr, du bist ein cooler YouTuber. Oh, Game nochmal gecrashed leider von Mürkan. Leider schade, für den nicht so schlimm, Leute. Ich werde mal ganz in der Zeit ein random Fahrzeug spawnen. Ich werde nämlich ganz kurz mal ein Auto austesten. Weil ich habe hier sehr, sehr coole Sachen auf jeden Fall geplant, Freunde. Es kommen sehr, sehr krasse Videos für euch. Der Server ist auf jeden Fall 1,5 Monate im Aufbau. Ich mache das alles komplett alleine. Ich habe natürlich Leute, die schicken mir natürlich dann hier solche coolen Fahrzeuge, wie so ein Toyota oder sowas. Aber ich habe alles hier alleine gemacht. Das hat sehr, sehr viel Zeit gekostet, Leute. Und, aber das mache ich auf jeden Fall gerne. Ich mag es halt einfach gerne, so krasse Videos zu machen. Sehr guter Film ist bei mir in den Top 5. Auf jeden Fall Simple Toxic. Das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Catch Me If You Can ist auf jeden Fall echt ein babamäßiger Film. Marv Krieger 03. Shutter Island ist auch richtig gut. Boah, ja, Mann. Auf jeden Fall. Also Shutter Island ist auf jeden Fall in meinen Top 3 Filmen. Das ist, glaube ich, eins der, der Filme mit den krassesten Plot-Twists, Leute. Also Plot-Twists am Ende halt, du denkst, es passiert was oder es kommt auf einmal irgendwas, womit du halt überhaupt nicht gerechnet hast. Und das hat Shutter Island halt richtig, richtig krass gemacht, Freunde. Weil das ist wirklich, du guckst diesen Film, er baut die ganze Zeit auf diesen einen Plot-Twist drauf auf und du bist einfach Zuschauer so, was? Weil du kannst auch so zwei Enden reininterpretieren. Ja, also auf jeden Fall richtig crazy, Leute. So, jetzt habe ich hier nochmal ein neues Fahrzeug, was wir reinspawnen. Und dann ist Mürkan auch schon gleich wieder da. Dann können wir gegen den nämlich ein Random Vehicle Battle des Finale machen. Weil dann werden wir gleich zu einer anderen Rampe gehen. Und diese andere Rampe, Leute, ich weiß nicht, habe ich die schon mal gezeigt im Video? Ich glaube nicht. Das ist nämlich so eine krasse Mondrampe. Und diese krasse Mondrampe, Leute, wird irgendwann noch in dem Video kommen. Das heißt, ihr seht jetzt gerade gleich Content, der noch gar nicht so auf YouTube ist. Also ich werde das hier auch nicht als Video hochladen extra. Der Stream geht natürlich online als Video dann. Der wird halt umgewandelt als Video, ganz normal von YouTube. Aber ich habe jetzt hier keine Aufnahme oder sowas gemacht. Das heißt, es kommt bald erst ein Video mit der Mondrampe, Leute. Und ihr seht die auf jeden Fall gleich schon, weil die ist richtig, richtig crazy. Die ist richtig, richtig cool. Ist YouTuber ein guter Beruf? Ich muss schon sagen, ich mache jetzt YouTube seit 2014 relativ aktiv, würde ich sagen. Also auch kurz mal mit einer Pause und so dazwischen. 2017, 2018 habe ich mal eine Pause gemacht. Oh, der Server ist gerade wieder gecrashed von Mürkan. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz meine Rampe, glaube ich, wegspawnen, ne? Einmal rausspawnen und wieder reinspawnen, damit es bei dir, glaube ich, funktioniert, ne? Ich weiß nicht, warum ich immer da crash. Okay, kein Problem. Ich mach's mal ganz kurz. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich werde einmal ganz kurz, Freunde, die Rampe für Mürkan wegspawnen. So, dann kann er auf jeden Fall... Und dann nochmal neu reinmachen. Dann kann er auf jeden Fall nochmal hier gleich reinkommen. So, und Rampe wieder reinmachen, weit fahren. So, steht wieder alles. Alles entspannter Reno, Leute. Und wir können jetzt hier auf jeden Fall wieder ein cooles Auto spawnen. Leider ist jetzt der M4 nicht da, aber ich werde ihn gleich nochmal wieder hinspawnen, Leute. Dann werden wir ihn auf jeden Fall trollen.
meine Lieblingsserie, also jetzt haben wir auf jeden Fall, also wir haben jetzt schon mal meinen Lieblingsfilm durch, gute Filme auf jeden Fall durch, also Catch Me If You Can, Wolf of Wall Street sind da geile Filme, Interstellar, sehr heftig, Leute, Inception logischerweise, also alle Filme, wo eigentlich so Hans Zimmer Musik läuft, sind eigentlich schon krass, also allein, weil auch Musik so viel ausmacht, ne, aber meine Lieblingsserie, oh, okay, ich weiß meine Lieblingsserie, Breaking Bad, auf jeden Fall Top 3. Also ich würde sagen, Breaking Bad ist auf meinem Platz 2. Aber jetzt ist gerade erst eine Serie fertig geworden, Leute, die noch besser als, Breaking Bad, weil es Breaking Bad besser macht. Und zwar ist das Better Call Saul. Ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr Breaking Bad geguckt habt, auf jeden Fall den Anwalt Saul Goodman, Leute. Und ich habe diese Serie, Alter, ich habe die so auseinandergenommen, diese Serie, Leute. Ich habe die, glaube ich, jetzt dreimal schon geguckt. Jetzt, letztens erst fertig geguckt, ey, das war, da kam ja immer wirklich eine Folge raus, boah. Aber dazu nochmal ein anderen Mal, Leute, so. War YouTuber dein Traumberuf? Das Ding ist, Leute, als ich halt mit YouTube damals angefangen habe, ich habe 2010, 2011 YouTube ja schon auch gemacht, als kleines Kind mit Minecraft-Videos und sowas, aber halt, das war halt keine ernste Sache. Da konnte man nicht mal mit YouTube Geld verdienen, also man konnte nicht mal, da hat man halt gar nicht daran gedacht, Leute, dass man irgendwie dann vielleicht auch mal da irgendwie das als Beruf ausüben kann. Weil ich hätte niemals gedacht, Leute, dass ich das mal als meinen Beruf mache. Das war auch nie mein Ziel. Und ich glaube, das macht halt viele so YouTuber, die es halt im Endeffekt machen, auch aus. Weil wenn du wirklich das Geld hinterherjagst und wirklich dann so sagst, ey, ich will es als meinen Beruf machen und mach's aber nicht, weil es irgendwie mir nicht Spaß macht, oder, sondern weil ich nur das Geld haben möchte, dann kann ich jetzt schon mal sagen, ist YouTube auf jeden Fall nicht das Richtige für euch. Weil für YouTube muss man halt wirklich mit Herz dabei sein. Man muss wirklich die ganze Zeit eigentlich immer gucken, neuen Content machen, man muss neue Ideen, man muss auch ein bisschen so neue Sachen machen, die noch keiner gemacht hat, und du hast natürlich auch gute Konkurrenz, aber muss sagen, YouTube war auf jeden Fall nicht mein Traumberuf, weil es halt, ja, war halt einfach kein Beruf, den man ausüben konnte, also es ist halt einfach so geworden, aber jetzt ist er auf jeden Fall mein Traumberuf, Leute, weil ich will nichts anderes machen, ich bin so viel mit YouTube am rummachen, das ist echt unnormal, das klang halt ein bisschen komisch, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. So, Mirkan müsste jetzt, glaube ich, gleich wieder da sein, Leute. Dann können wir gegen den jetzt hier das Battle machen und dann gleich zur nächsten Rampe switchen. So, aber hier das Auto ist auf jeden Fall nicht so crazy jetzt gerade, ne? Mal den Monster Truck mit Riesenreifen testen. Ich kann mal, ja, klar, kann ich machen. Ich kann mal den AirMod, ich glaube, das war der GT, AirMod GT, war das der, glaube ich? Ne, das war, glaube ich, der falsche. AirMod AMG GT. Ich glaube, ne, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der Wagen jetzt gerade hieß, den wir jetzt eben hatten. Ist YouTube eher Glück oder Skill? YouTube ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Skill. Und gewisses Glück braucht man immer. Egal, wo du quasi irgendwas machst. Gewisses Glück brauchst du eigentlich in allen Bereichen. Weil Timing ist für mich auch im Grunde halt gleich Glück. Ja. Aber wenn man eigentlich immer mit einer guten Einstellung dabei ist, dann muss ich sagen, hat man auf jeden Fall irgendwie mehr Glück. Habe ich das Gefühl. Wenn man auf jeden Fall positiv fürs Leben geht, hat man einfach mehr Glück. Weil habt ihr schon mal eine Person gesehen, die negativ fürs Leben geht und einfach Glück hat? Ich auf jeden Fall nicht. Also beziehungsweise sehr, sehr viel Glück hat. Immer und immer wieder. Das glaube ich nicht. Deswegen, also YouTube ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Skill. Man muss schon sehr, sehr viel wissen. Das Ding ist, du bist halt Kameramann, Mikrofonmann, Techniktyp. Du musst dich mit Videoschneiden am Anfang auskennen. Jetzt schneide ich ja nicht mehr selber, aber man muss halt sich mit Videoschneiden auskennen, das heißt, man muss auch Cutter sein und sowas, also ganz, ganz verrückte Sachen. Man muss eigentlich alles können und das geht halt nur mit Erfahrung. Also, wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, ladet 100 Videos hoch und ihr werdet sehen, das erste Video im Vergleich zum 100. ist viel, viel besser. So, ich guck mal ganz kurz. Bist du ready, Maddy? Ich bin ready, Maddy. Okay, ich werde einmal ganz kurz den Wagen reinspawnen. Ich glaube, das war ja dieser M4, glaube ich, ne? M4. Genau. War das der, ja. Das war einmal der. Yes. Und ich glaube, es war einfach Motorrad. Das heißt, also, würdest du mir ein Motorrad geben? Nein. Du kannst ruhig den BMW hier fahren. Okay. Und ja, ich spawn mal random. Okay, dann spawn ein Ram-Auto. Aber ich glaube, bei BMW ist nicht so gut, muss ich sagen. Ja, allgemein. Ich weiß nicht, was es auslöst. Was denn? Dass das Spiel abstürzt. Ach so, ja, das kriegen wir noch gefixt. Das ist kein Problem. Okay. So. Ja, du bist trotzdem BMW. Ah, ja, okay, dann spawn mal dein Random Vehicle. So, zack. Oh, Mann. Das ist jetzt nicht so ein krasses Fahrzeug, muss ich sagen. Okay, komm, steig an.
Okay, was für steig ein? Ich stecke mein Auto ein. Ja, also bei dir natürlich. Okay, okay. Dann, okay, komm. Ready? 3, 2, 1. Bam! Und, oh nein! Ich bin auf jeden Fall schnell. Genau. Und, oh, was passiert hier mit meinem BMW? Was passiert hier mit meinem BMW? Nein. Oh was nein! Was haben wir nicht, du gewinnst. Was passiert hier? Oh nein, ich wusste... Nein, nein! Ja, der kann einfach fliegen, Alter. Der kann einfach fliegen. Und... Ey. Zack, ganzes Gold für krank. Mich hier. Krank, krank, krank. Okay, ist in Ordnung. Ja, okay, pass auf, ich habe jetzt noch eine richtig, richtig krasse Rampe. Die haben wir noch nie auf YouTube gezeigt. Und ich glaube, die hat man auch noch nie so gesehen. Okay. Also, bist du ready für die Mondfahrenrampe? Mondfahren? Ja, ja. Mondfahren, ja. Das heißt, ich mache jetzt ganz kurz mal hier die Rampe, die wir jetzt hier haben, weg. Und spawnen dann für mich die Mondfahrenrampe rein. Die ist auch direkt also im selben Bereich unter Hochfahren. Und jetzt können wir die reinmachen. Und Bro, die wird krass sein, ja. Ich bin auf jeden Fall auf meiner Rampe drin. Du auch? Ich auch. Okay, okay, sehr gut. Dann einmal ganz kurz hier. So. Und so, wir haben es gleich, Leute. Zack. Und zack. Okay. Ja, zack. Dann. Okay. Ich bin ready. Ich kenne die gar nicht. Wie, du kennst die gar nicht? Ach ja. Rampe. Hab ich noch nicht erzählt. Das ist die Mondrampe. Siehst du das? Was? Guck bis nach oben, Bro. Krank. Das heißt, guck mal, wir haben die Rampe, die hat einfach, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Level die hat. Wir sind schon bei Level 30 hier. Level 40. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die geht so hoch, ne? Stimmt, 100. Die hat, nee, nee, 100 nicht. Die hat ganz oben bist du bei Level 60. Und man kann ja wieder Gold und sowas gewinnen. Aber, alter Schwede. Da muss man erstmal hinkommen, ne? Deswegen, ich komme ganz kurz mal wieder zu dir. So. Du. Zack, 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 zack. Und dann würde ich sagen, bist du bereit für dein Random Vehicle? Ich bin ready. Drei. Zwei. Eins. Und was hast du? Oha. Was krieg ich jetzt hier? Ein Rolls-Royce Geländewagen? Oh mein Gott. Ich habe einen BMW Geländewagen. Hä? Der okay. Der sieht richtig crazy aus, ne? So, bist du ready? Drei. Ja. Zwei. Eins. Let's go! Ja! Oh, warte. Meiner ist richtig schnell. Meiner nicht. Oh. Ey. Oh mein Gott. Ich hab so einen schnellen Wagen, der so gegen die Rampe gegenfahren kann. Ich bin schon Level 7. Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was glaubt ihr, wie, oder in den Chat, was glaubt ihr, wie hoch komme ich mit dem? Weil ich glaube, Bro, du hast keine Chance. Guck mir zu. Bro, das war's! Ich komme mit dem richtig hoch. Der hat... Oh, warte, jetzt habe ich den Monster vorgenommen. Der hat extrem viel PS. Ja, wir gucken mir zu. Ich bin 23. Was? Ich werde 24 nächstes Jahr im Februar. Spawn geile Autos, mit denen man was schaffen kann. Ja, das machen wir im Fall. So. Hier schön. Ah! Nein! Warte, ein bisschen. Aber easy. Schaffst du easy. Mehr. Ich mach dann über die Rückwärtsfahrentaktik, ne? Ja. So, Rückwärtsfahrentaktik. Vielleicht geht die ja besser. Bro! Die geht richtig gut. Die geht extrem gut. So. Ey, mein Wagen hat so krass viel, also einen richtig krassen Antrieb. Was ist halt das Ding? Also, erstes Mal, dass wir das spielen und so krank. Ja, ich habe direkt richtig Glück gehabt. Das heißt, dir ist schon klar, dass ich jetzt gleich damit richtig dicke Punktzahlvorsprung habe, ne? Bro, ich bekomme dieses Mal auch einen dicken fliegenden Wagen. Ich komme aber jetzt, glaube ich, nicht mehr höher als das. Nee, okay. Ich stelle den jetzt hier hin, dann gehen wir zum nächsten Wagen, weil ich glaube, der sollte richtig, richtig verrückt sein, der nächste. Ja. So, wo bist du? Ich pack meinen Rolls-Royce einmal auf die Seite. Genau, pack den mal zur Seite. Hast du einen Tipp für uns? Ein Filmtipp, hast du einen Filmtipp? Was du empfehlen kannst? Boah, ich bin kein Filmgucker tatsächlich. Echt nicht? Gar nicht. Boah, krass, okay. Aber vielleicht bin ich noch nicht in den Geschmack dazu gekommen, Filme zu gucken. Ich weiß nicht. Ja, das ich sag dir eine gute. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall Catch Me If You Can. Der wird dir gefallen. Okay, so, drei, zwei, eins. Bah!
Bro. Oh mein Gott, ich hab den einen Lambo, den du mir eben weggenommen hast, der Bugatti Lambo. Hallo. Ich fahr los. Ich hab den Bugatti Lambo. Digga, ich hab ein richtiges Rennen. Also Real Talk. Das, oh. Digga, du hast das Auto könnte mein Opa fahren hier gerade, ne? Könnte halt echt, ja, da hast du recht. So, du kommst ja schon gar nicht mehr höher, sehe ich gerade. Kann nicht sein, dass alle meine Autos nicht... Ah, okay. Okay. So, vorsichtig jetzt hier. Okay. Aber ich komm einfach nicht höher irgendwie. Jetzt sag nicht, das war's, Freunde. Ich komm nicht höher. Komm. Und... Ja, warte, ich glaube, ich muss vorwärts fahren. Ich muss vorwärts seitlich fahren. Ey, sag mal. Als ob, Bro. Nee, ich komme mit dem nicht. Kommst du höher? Oh, Baby. Mit dem Opa-Auto, ist das dein Ernst? Mit dem Opa-Wagen bin ich auf 6 Grad drauf. Was? Und du fährst das nächste. Auf 7. Auf 8 jetzt schon. Kommst du auf 8? Nicht ganz. Ich glaube, weiter kommst du nicht. Nee, ich pack mein Auto hier. Bin ja eh weiter als du. Ja, okay. Und dann gehe ich zum nächsten Fahrzeug. Und zwar habe ich jetzt hier das coole, beste Random Vehicle, was du jemals... Oh. Ey! Okay, du darfst ein neues nehmen. Ja, du darfst auf jeden Fall ein neues nehmen. Warte, ich entferne ihn mal ganz kurz für dich. So. Danke dir. Okay, dann darfst du ein neues bauen. Oh, mein Auto! Du hast einfach dein Auto aus dem Lucky Block Battle bekommen. Hä? Lol. Okay, warte mal. Ich würde gerne ein paar Tacos kaufen, muss ich sagen. Hast du noch was da? Nee. Okay, leider nicht. Schade, alles Bro. Alles ausverkauft, der Hermano. Ja, Mann. Okay, dann komm. Abfahrt. Okay. Aber wehe, du kommst jetzt höher als ich. Wenn du jetzt höher kommst, ist das Schiebung. Ich weiß leider nicht, was für ein Auto das wär... ich habe. Nein. Ja, easy. Ey, wehe jetzt einfach. Oh, warte, ich brauche ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wenn ich mit dem ein bisschen mehr Geschwindigkeit habe, dann... Nein, Bro. Nicht mit dem Taco-Auto. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Alter, Leute, Mücken kommt einfach höher. Hast du einen Tipp für einen Kanal auf YouTube? Wir wollen einen gründen, aber wir wissen noch nicht so gut, wie es funktioniert. Ich würde mich über ein Video freuen. Über eine Info freuen. Achso, wenn du einen YouTube-Tipp haben möchtest, guck auf jeden Fall für alles so ein bisschen YouTube-Tutorials. Also guck dir mal so ein bisschen Tutorials an, wie zum Beispiel YouTube funktioniert, das Dashboard und sowas. Das ist schon mal wichtig. Dann guck dir so Schneid-Tutorials an, wie man schneiden kann. Und vielleicht auch so ein paar Tutorials, wie man zum Beispiel sein Screen aufnehmen kann, Gameplay aufnehmen kann, Mikrofon aufnehmen kann. Weil man braucht heutzutage gar nicht mal so krasse Sachen. Also jeder kann halt gefühlt mit dem Handy einfach starten. Ja, seit wann ich live bin? Ich bin live seit 19.40 Uhr, glaube ich. Also jetzt seit fast anderthalb Stunden. So, abgefallene Autoteile. Stimmt, über die rüberfahren, ne? Wäre auch voll die gute Idee. Können wir auf jeden Fall machen. Also Mirkan ist einfach mit seinem Wagen. Er ist einfach auf... Weitergekommen. Ja, weitergekommen, Bro. Okay, kein Problem. Dann komme ich jetzt hier mit dem besten Random Vehicle um die Ecke. Aber ich muss einmal ganz kurz hier mein Random Vehicle einmal jetzt auftanken. Deswegen einmal ganz kurz hier das Ding hier. Siehst du das? Was ist das denn? Das ist eine Schrottmühle und ich muss das Ding leider auftanken, weil sonst kann ich mit dem nicht hoch genug. Wie auftanken? Nein, was machst du gerade? Ich muss auftanken. Wohin möchtest du? Ich muss hier, ich fahr kurz zur Tankstelle. So, eine Sekunde. Warte, ich muss mich hier kurz hinstellen. Zack, Leute, ich muss einmal wichtige Dinge tun. So, nehmen wir den Tankschlauch einmal ganz kurz hier und machen ihn rein. So. Dann holen wir schon mal unser Vehicle. Ich tank gerade einfach, okay, ich habe jetzt fast 100%. Ich tank gerade einfach meinen Reifen. So, oh sehr gut. Gott. Hast du ein krasses Auto bekommen? Was ist das für eine, wie heißt nochmal dieses Auto? Z-Klasse? Mercedes Z-Klasse? Heißt es irgendwie so? Ach, du, dieser Z4 oder was? Dieser Mercedes, dieser Gelände-Mercedes. Gelände-Mercedes? Ach, du meinst GLE oder so, das G-Klasse oder was? Mm-mm. Gelände? Keine Ahnung. Aber Keine Ahnung. Glaube, du könntest mit dem Ding schon besser sein als ich, muss sagen. Weiß ich nicht. Aber. So, 3. Würde ich sagen. 2. 1. Go! Let's go! Oh mein Gott. Ey, die Mondrampe ist so hoch, ne? Wir brauchen. Ich glaube, derjenige hat dann sofort gewonnen, wenn er ein fliegendes Auto hat.
Alter. Oh nein, komm schon. Wie wollen wir das denn machen? Wenn ich jetzt die erste Person, die hochkommt, gewinnt, oder was? Ich würde sagen, die erste Person, die ganz oben auf Level 60 kommt, hat auf jeden Fall hier das Ding gewonnen. Ich komme mit meinem nicht höher. Ich habe es gerade einfach umsonst, obwohl er ist hinten höher. Einen Moment, ich habe nichts gesagt. Ich komme easy hoch jetzt. Ja. X-Klasse, genau. Mercedes X-Klasse. X-Klasse? Kannte ich noch gar nicht. X-Klasse? Hä, wirklich? Nein, ich kenne nur V-Klasse, so Mercedes, Transport. Mercedes Pickup. Okay, krass, kannte ich gar nicht. X-Klasse ist schon neu. Aber ich habe auch nie so nach solchen Autos geguckt. Ich brauche halt kein Pickup. So. Weil du bist der Pickup. Ja, du bist der Pickup. Du bist der Pickup im Pausenbrot. In der Brotdose. Ich liebe Pickups, das stimmt. Ich auch. Aber. Speed holen. Ja, noch höher kommen als du, bitte. Let's go. Ich komme nicht höher, Bro. Leider. Noch einmal. Okay, zeig mal. Nein. Bro! Ja! Okay. Nicht weitergekommen. Warte, kein Problem. Ich aber nicht. Bro, hoffentlich. Nee, ich lasse ihn jetzt hier so stehen. Das ist ein halber. Also, das ist jetzt, was sind wir hier? 10,5. Oder beziehungsweise doch 10,5. Nee, das ist 9,5. Okay. Du bist wieder vorne. Ich bin auch ready. BMW ist eh das Beste. Ach, ich fahre Mercedes. Ich kann das nicht sagen. Aber ich hatte vorher auch einen BMW, 5 Jahre. So, ready? Ja. Kleine Story zu Brox seinem BMW. Ich werde nie wieder mit diesem Wagen mitgefahren. Nie wieder! Stimmt, wir sind damals zur Gamescom gefahren. Oder FR 200. Hä, Autobahn halt, wir müssen zur Gamescom, schnell. Ja, genau. Aber genau, das Ding ist, Mürkan hat halt in dem Wagen dann so geschwitzt, dass halt die Scheibe richtig beschlagen hat. Nein. Meine Körpertemperatur ist so heiß geworden. Ich dachte, er kriegt einfach Fieber. Weil ich einfach. Ja, und dann bin ich auch langsamer gefahren. Also, das ist logischerweise. Genau, Goldtrigger habe ich. Habe ich genau. Aber ich kriege bald einen neuen. Und ich bin überlegen, ob ich dann ein Video dazu machen soll. Weil ich zu meinem jetzigen Jahr gar kein Video gemacht habe. Deswegen, mal schauen. Ey. Ja, komm. Warum habe ich jetzt so ein Auto bekommen? Ich will es gar nicht kommentieren. Ich will dich gar nicht kommentieren. Okay, ja, okay. Dass ich diesmal weiterkomme dazu. Du wirst wahrscheinlich. Hallo! Oh. Du wirst wahrscheinlich mit dem LKW auf Level 60 kommen, oder? Ich glaube nämlich nicht. Au. vorsichtig hier, einmal, Achtung, alle Achtung. Da fahrst du noch. So, aus dem Weg. Hallo! Ja. Was denn? Ey, jetzt bin ich hier unten. Das ist. Und du kommst nicht mehr hoch. War auf deinem Server, wurde direkt gebannt. Nein, ich habe eine Whitelist aktiviert. Also ihr könnt dich einfach so joinen. Bro, ich lasse den Wagen genau hier. Was? Ja, ich komme nicht weiter. Also er geht nicht mal ansatzweise hoch. Ah, ja, okay. Aber ich war auch schon hier. Ich war ja auf dem Level auch schon. Also. Sehe ich nicht. Doch, klar. Hey. War ich. Okay, nächster. Nächstes random Ding. Ich hoffe, du bist bereit fürs nächste random Ding. Ja. Weil ich bin es auf jeden Fall. Wie viel steht es? Hier geht es nicht um Punkte, sondern die Person, die als erstes oben erreicht, gewinnt. Okay. Ja, okay. Also wir haben, genau. Ja. Wir machen keine Punktzahl. Was? Was machst du? Was? Wo bist du? Ach, da! Kann ich fliegen? Ich weiß nicht, ob ich fliegen kann. Das kann ich dir... Oh mein Gott! Oh. Warte! Ich dachte, er kann springen! Wenn du ihn auftunst, ja. Ja, toll. Warte, ich mach Auto-Upgrade, weil wenn ich jetzt Auto habe. Man hätte so ein Auto-Upgrade-Joker. Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. So, warte mal. Fahrzeug, wo war das? Vehicle Options. So, jetzt werde ich mal ganz kurz das Ding upgraden. Ich glaube, jetzt kann das. Ja! Ich habe meinen Joker jetzt eingelöst. Okay. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go! Bro, geh weg mit deiner Schippe. Geh weg! Was? Ich hab so eine krasse EMP gerade. Nein. Ich hab die Schaufel vorne. Okay, warte, kein Problem. Warte, bist du ready? Warte, pass auf, Bro. Das Ding ist, ich park mein Auto hier. Es fällt sogar runter.
So, warte, ich kann mit dem jetzt. Oh Gott. Erstmal rückwärts fahren, Leute. Wir fahren jetzt mit dem erstmal rückwärts. Komm, zeig, wie weit du kommst. Ich komme mit dem jetzt erstmal extrem weit. Also darüber musst du dir keine Sorgen machen. Ja. Komm mit dem. Ich will mal kurz in den alten CLA fahren. Muss schon sagen, Beschleunigung ist okay, aber hat der, ja, durch die Kurven ist extrem krass. Ja, man kann auf jeden Fall echt krass in den Kurven fahren. Da hast du auf jeden Fall recht, aber mit dem kann ich hier nämlich noch besser fahren. Bro, guck mal, ich komme jetzt ganz entspannt. Easy hoch. Guck mal, ich mach jetzt nochmal so ein 360 hier. Zack, hier, bopp. So, hier wieder dann so fahren, rückwärts. Guck mal, easy. Easy, pupisi. Mann, jetzt mach keine Show. Du weißt, wie hoch du kommst. Okay, pass auf, ich würde sagen, ich spule so ein paar Dinger vor, weil ich kann ja echt extrem vor Dingens hochfliegen. Ich glaube, ich komme bestimmt hier bis, mal gucken. 26. Geh mal 26. Boah, nee, 26 wäre, ja, 26 glaube ich ist ein gutes Ding. Gucken, ob ich 26 schaffe. So. Stark. Ja, hallo. Und zwar erstmal jetzt hier EMP runterschießen, ganz wichtig. Weil jetzt kann ich mit dem natürlich hochgehen. Oh, oh mein Gott. Warte, 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 ich mach nochmal. Und Frontflip. Oh. Alter. Siehst du die Skills? Ey, der spielt hier gerade ein ganz, ganz anderes Spiel. Ich spiele hier gerade GTA 5 Stunting oder sowas. Krass. Marvel oder DC? Was sagst du? Frag gerade Millistar. Ich wäre ganz klar für DC. Das Ding ist, ich bin kein krasser Marvel-Filmgucker. Also, aber DC hat viel, viel coolere Helden und Villains. Ja, ich muss auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall so ein, ich glaube Endgame habe ich geguckt, das heißt, ich wurde im Grunde halt schon voll gespoilert. Ich habe noch nie einen von Marvel geguckt. Echt nicht? Ja. Krass, krass, krass. Also, ich sage auf jeden Fall, ich bin jetzt vielleicht ganz weit oben, aber ich bin jetzt schon bei 32 Leute. Mit gegebenen Subs kriegt man auf einem Discord-Server keinen YouTube-Member. Ich glaube, das soll so sein, oder? Nein. Wird noch eingestellt. Also, die Leute, die sich jetzt bei Lujan mitgetun, nach dem Stream stellen wir das ein, dass von Leon die Leute auch einen Mitgliedschaftsrang haben. Okay, habt ihr gehört, Leute, wisst ihr Bescheid. Und das ist gut dann. So, Achtung. Noch ein höher! Aber nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Oh. Warte, ich glaube, ich fahre mal rückwärts. Ich glaube, rückwärts ist leichter, weil ich die ganze Zeit mit dieser Schaufel ankomme. Nee, rückwärts ist auf jeden Fall nicht besser. Ich mache am besten mal... Jetzt so. Ey, das kann nicht sein. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, warte, jetzt hier. Stimmt. Matteo. Ich schaff's AKA, nicht. Itachi Oshia, Kuss geht raus für den Discord-Boost. Oh ja, ey, korrekt. Wenn ihr den Discord boosten wollt, sehr, sehr gerne. Okay, ich bin jetzt bis 31 gekommen. Ich glaube, 31. Ja, das war natürlich wieder klar. Dann spawnen wir das nächste Random-Fahrzeug rein. Und ich würde sagen, du spawnst jetzt 3 Stück rein. Ich spawn 3 Stück rein. Und das letzte Mal, als ich 3 Stück reingespawnt habe, war es nie gut. Ja, und dann werden wir auf jeden Fall gleich mal uns noch ein Flying-Auto holen, falls wir nicht da hochkommen. Deswegen spawn jetzt mal dein 3 Stück rein. Oder machen wir dann 2 Stück? Machen wir 2 Stück. Okay. Das sind deine. Ja, warte, meine kommen. Meine sind jetzt nämlich viel, viel besser als deine. Oh! Oh mein Gott. Das ist ein LKW. Nein. Ja, Bro, was hast du gerade erhofft? Oh Mann, oh. Der hat sogar Booster. Ich will ihn mal ganz kurz ausprobieren. Ich will wissen, kann der springen? Nein. Hä, der kann auch nicht boosten, der Booster ist fake. Das ist eine Trappe. Ich habe eine Zahl im Kopf. Wenn du die Zahl richtig errätst, von 1 bis 10, dann darfst du ihn fahren. 7. Hä? Ja, mach den LKW weg. Als ob. Ich weiß nicht, 7. Als ob. Du Cristiano Ronaldo Fußballfan. Nein. Warum denkst du an 7? Weil Glückszahl. Ja, okay, stimmt. Glückszahl ist 7. Geburtstag, 7. Oktober. Ja, okay, gut. Das stimmt. So, dann, bist du ready? Ja, welchen soll ich nehmen, hä? Ach so, ja, Bro, natürlich den Krankenwagen. Alles entspannt. Okay, ciao. Und, Alter, warum ist deine auch so schnell? Oh mein Gott. Nein. Ja, ja.
Nein. Ich probiere noch ein bisschen höher zu kommen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ja, ich komme hoch, Bro. Was für ein Müll! So, du kannst hier schon mal jetzt. Spawn schon mal zwei fliegende Autos rein, mit denen wir jetzt gleich da hochfliegen können. Weil ich muss auf jeden Fall sagen, die Runde geht safe an mich. Und dann machen wir ein Rennen, wer schneller mit dem fliegenden Auto oben ist. So, vorsichtig. Ich kann nämlich noch mal ganz kurz schön extra Dingens, extra Punkte hier ergattern. Hey, warum kommt der so krass hoch, Leute? Ich hatte gestern Geburtstag, auf jeden Fall alles Gute nachträglich, Simon. Alles Gute nachträglich. Ich habe am 25. Februar habe ich Geburtstag. So, und bam! Ja! Und ey, ich bin schon bei 15 mit dem Wagen, ne? Das ist eine Lüge. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Okay, vorsichtig jetzt hier nochmal das Ding. Oh! Oh, nee. Okay. Ich bin bis 16 gekommen. Das heißt, ich bin jetzt mal. Oh Gott. Ich komme zu dir wieder. Und schau jetzt, was du für Fahrzeuge hingespawnt hast. Oh, der DeLorean. Oh. Oh. Ja. Was ist das? Tja. Ist das ein Flugzeug? Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Ja. Das ist ein Auto. Das ist das Cyberpunk Flying Car. Was? Was ist das? Ich bin schon ein Schienenverein. Perfekt. Was habe ich gemacht? Okay. Ja, okay. Bist du bereit? Ich weiß, was meiner kann, ne? Guck dir das an. Wieso, was kann deiner? Oh. Ja, meiner kann doch auch fliegen. Wow! Okay, bist du bereit? Das ist jetzt das entscheidende Rennen, ja? Ja. Drei, zwei, eins. Eins, let's go! Ja! Oh Gott, ist jetzt die Frage, ist es jetzt schlau, direkt hochzufliegen? Nein. Locker. Ey, meiner ist der viel schneller als deiner? Hey! Oh mein Gott! Ich weiche aus! Nein! Wer hat gesagt, dass... Das ist Schiebung! Ich komme gar nicht so hoch. Wo bist du? Ach, da ist er, Leute. Ey, da fliegt er einfach wie so ein Dulli jetzt nach oben, ne? Ach, wunderschön. Warte. Eine Runde zu gewinnen. Ja? Ist das wirklich so toll? Okay, kein Problem. Warte. Bro, das war mein Auto despawned. Okay, lass nach oben fliegen mit der Person. Mal gucken, was oben abgeht. Komm. Ich will nämlich wissen, was wir für Preise bekommen hier oben. Und ich muss sagen, sieht nicht schlecht aus. Ich habe hier sogar auch noch einen richtig... Oh, warte mal. Ey, das ist ja über... Warte mal, ich hole mir mal ganz kurz ein krasses Fahrzeug jetzt hier. So. Du wirst sehen, ich habe jetzt hier einen... Oh Gott. Siehst du mich? Ja. Ja, ich habe mir mein neues Auto reingeholt. Ich habe ein kleines Spielzeugauto mit dem Motor reingebaut. Ist doch cool. Okay, dann spawn mal dein Auto. Ey! Spawn mal dein Wunschauto. Ja, oder mach einfach, spawn irgendein Auto. Zeig. Random. Ist das auch wieder so ein X? Random? Junge. Alter! Hä? Hey, warte, ich fahr unter dich durch! So! Ja. Bro, guck mal! Was also, Realtor, guck mal, was hätte ich hier für Autos bekommen? Ey, aua! Nein, ich häng unter deinem Donnich. Hau ab! Lass mich hier in Ruhe! Ey, hier! Ah! Ja! Ey, ich muss sagen, es hat richtig Bock gemacht heute. Oh ja. Ich bin gleich wieder. Das ist erst der Anfang. Ich bin gleich wieder da. Yes. So, also, ich würde sagen, Leute, das soll es auf jeden Fall heute von dem Livestream gewesen sein. Ihr könnt jetzt noch von mir gegrüßt werden. Und zwar ganz simpel, Leute. Ich mache heute, glaube ich, das Ganze mal nicht mit Instagram, sondern einfach mit YouTube. Das bedeutet, also ihr könnt natürlich auch gerne auf Instagram reinfolgen, wenn ihr halt
von mir noch Stuff sehen wollt. Aber ihr könnt gerne einfach mal auf den Abonnierknopf drücken und dann auf die Glocke, Leute. Weil dann könnt ihr nämlich auch jeden Livestream mitbekommen. Und dann schreibt auf jeden Fall in den Chat Hi oder Abo oder ich habe abonniert oder irgendwie sowas, dass ich halt sehe, dass ihr es gemacht habt. Und dann werdet ihr jetzt gegrüßt, Leute. Also ihr könnt mal gerne sagen, wie hat euch der Livestream gefallen? War sehr, sehr geil. Danke für den Content. Dankeschön, SimpleToxic. Ich werde auf jeden Fall noch abchecken in dem nächsten Stream, Leute. Vor dem nächsten Stream. Und auch nochmal schauen, wann der kommen wird. Das werde ich vielleicht unter den Videos sagen. Vielleicht im Video sagen. Mal gucken. Deswegen auf jeden Fall die Videos nicht verpassen. Ja, da werde ich nochmal gucken mit Mitglieder verschenken. So, wir haben einmal Johanna, Blue Crew, Dion, Simple Toxic, Birni, Lost Max, Zero Gravity, Chris L, Redux, auch der ganze Stream dabei gewesen, Thomas, Sascha, Tim, Matteo, William, bin ich, hab schon seit 5 Jahren abonniert, Ehrenmann auf jeden Fall. Dann haben wir Grüße raus an Blackjack, dann Leano, dann haben wir noch Best Brothers, Finn, Baby Grill, Svern. Wir haben noch hier alles am Start. Anne Krüger, Julian Becker, Sabine Remmel. Ich sehe auf jeden Fall sehr, sehr viele Accounts von den Eltern. Auf jeden Fall auch dann Grüße raus an die Eltern, falls sie gerade zugucken. Liebe Grüße. Was haben wir noch hier so am Start? Schreibt eine ganze A rein. Abo sogar mit so Stickers. Ist ja cool. Nikolas, Tim. Und jetzt noch die letzten 5. Die letzten 5 sind Mike, Eric und Dion, und danke dir, war nice, dass du mal wieder live warst. Auf jeden Fall, Blackjack hat echt Bock gemacht. Und als letztes haben wir Moneyman. Freunde, das sollte auf jeden Fall heute von dem Livestream gewesen sein. Wenn ihr noch mehr Livestreams sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Checkt gerne meine Shorts ab. Hier kommen jeden Tag Shorts auf dem Kanal. Checkt gerne meine anderen Kanäle ab. Obrox und Roblox. Da kommen auf Roblox kommt Roblox und auf Obrox kommen halt ab und zu Games, Reactions und sowas. Da kommt morgen ein richtig, richtig cooles Game mit Mirkan um 15.15 Uhr. Deswegen das Video wollt ihr nicht verpassen. Das müsst ihr auf jeden Fall angucken. Heute kam StumbleGuys online. Könnt ihr auch gerne abchecken. Und heute kam allgemein GTA 5 Mario Mod online. Also wir haben Super Mario gespielt. In GTA 5 als Mario mit Mirkan. Das war richtig, richtig cool. Ja, das soll es auf jeden Fall gewesen sein, Leute. 600 Likes, nächstes Mal 1000 Likes auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren, Leute. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Ist ja jetzt schon relativ spät, gerade 21:24. Ich hoffe, ihr müsst morgen nicht allzu früh aufstehen. Deswegen, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und